Ihr habt alle ein Workbook bekommen, wahr oder wahr? Wer das Workbook noch nicht hat, den stelle ich es nochmal jetzt in die Chat-Funktion. Da kannst du es dir nochmal kostenfrei runterladen. Das Workbook ist auch gar nicht so wichtig, sondern wir sind ja hier bei der Jahresplanung, richtig? Das Workbook ist sozusagen nur für deinen Verstand, damit du siehst, ah, hier gibt's auch was in die Hand. Das ist ja cool, da bin ich dabei. In diesem Workbook findest du alles, wirklich alles, was du brauchst, um online zu verkaufen. Denn du brauchst vieles nicht und du wirst heute vieles lernen, was du loslassen darfst. Und du brauchst nur manche Sachen, damit du dir eine Community aufbaust. Schreib mal in die Chat-Funktion Community. Das Gold liegt in der Community. Das Wichtigste ist deine Community. Und was meinst du mit Community? Schreib mal jetzt noch in die Chat-Funktion. Was heißt für dich Community? Wo ist deine Community? Wo bist du sichtbar? Denn das Allerwichtigste ist deine Sichtbarkeit, sonst bringt uns auch der ganze Jahresplan nichts. Und der Jahresplan, der ist auch nur für deinen Kopf. Ich zeige dir den jetzt nochmal. Das ist ja ein Excel-Kalender. Ja, das ist dieser Kalender, den gibt es kostenfrei auf Kalenderpedia. Wer ihn also nicht hat, lade ihn dir auf Kalenderpedia runter. Mit diesem Kalender habe ich schon in der Hotellerie gearbeitet und habe Hotels wie das Hotel Victory Therme Erding oder das Interconti in Berlin, das Crowne Plaza in Berlin wirklich geschafft, Monat für Monat zu 90% aufzufüllen. Und das ist für die Hotellerie eine extreme Herausforderung gewesen. Denn wie ihr wisst, kann man ein Hotelzimmer oder einen Tagungsraum nicht lagern. Bei wem von euch macht es da Klick, wie schwer das ist, ein Hotel Tag für Tag voll zu bekommen? Du kannst die Sonntagnacht nicht lagern und Montag zweimal verkaufen. Du musst jeden Tag dieses Scheißhotel voll machen. Mit Zimmern und mit Tagungen. Und es war für mich eine Riesenherausforderung, eine Riesenverantwortung, die ich über 20 Jahre trug. Denn nur wenn dieses Scheißhotel voll war, haben die Mitarbeiter ihr Geld bekommen. Nur wenn dieses Scheißhotel wirklich voll war, und du brauchst in der Hotellerie immer eine Auslastung von mindestens 65%, dann kannst du ein Hotel überhaupt am Leben halten. Und erst ab 65% beginnt der Gewinn und du kannst wieder investieren. Und deswegen war es für mich so wichtig und ich beschäftigte mich seit meinem 20. Lebensjahr damit, wie du Tag für Tag Kunden bekommst. Der Kalender heißt Kalenderpedia. Kalenderpedia. Steht auch hier. Genau, Kalenderpedia. Ich glaube, .com oder .de. Und an diesem Kalender habe ich mich schon in der Hotellerie orientiert. Den gibt es also jeden Tag, jedes Jahr kostenfrei. Und da, diesen Kalender speicherst du dir einfach mal auf deinem PC ab. Also brauchst den nicht ausdrucken und reinschreiben, weil das verändert sich ja Woche für Woche, Monat für Monat. Denn du willst ja wachsen, oder? Genau, und ihr solltet auch hier schon eure Geburtstage eintragen. Das ist richtig. Wenn du diesen Kalender schon hast, dann trag dort erstmal deine Geburtstage ein. Ich weiß zum Beispiel, ich habe dann hier Geburtstag im Februar. Und dann weiß ich, dann plane ich doch hier am 27. Eine Geburtstagsfeier. Privat, natürlich. Ich weiß, manche Menschen nutzen das auch für ihr Business und verkaufen da und geben nochmal 50% Rabatt an. Das muss jeder für sich selber wissen. Oder manche fahren da zu einem Retreat und verkaufen das Retreat an ihrem Geburtstag und haben eine High Energy und verkaufen es doppelt so teuer. Das so bin ich nicht gestrickt. Da ist jeder unterschiedlich und das ist alles gut. Das kann jeder machen, wie er will.
Und wenn du all diese privaten Termine drin hast, das schaffen wir jetzt nicht, ja, das sage ich dir nur, das musst du nur wissen, deine Familie, deine Hochzeitstage, dann bauen wir hier drumherum heute deine Jahresplanung. Wir werden uns aber nicht jetzt den ganzen Tag akribisch an diesem Kalender festhalten, mach mal nein, 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 denn dein Erfolg kommt nicht aus dem Gehirn, nicht aus dem Kopf, dein Erfolg kommt nur aus dem Herzen. Und dafür brauchen wir den Zugang zu deinem Herzen, den Zugang zu deinen Bedürfnissen, damit du das ganze Jahr über die Nummer eins bist, dich wohlfühlst, in deiner Lebensenergie bist, in deiner Lebensfreude und lauter geile Sachen machst, die dir Energie geben, so wie mir jetzt dieser Workshop hier oder gestern Abend das Treffen in Erding. Das ist einfach geil, das ist einfach schön, das ist einfach Liebe, das ist einfach Austausch, das ist einfach Spaß und dafür kriegst du Geld. Und das ist auch mein Slogan beim Verkaufen, dass wir sagen, Verkaufen ist wie Flirten, nur dass du dafür sogar bezahlt wirst, weil die Menschen am Ende zu dir oder zu sich Ja sagen und bei dir was kaufen. Also nachdem du jetzt hier deine Geburtstage eingetragen hast und die Termine, die für dich privat wichtig sind, damit du nicht ins Straucheln kommst, trägst du mal hier unten dein monatliches Umsatzziel ein. Zum Beispiel 10.000, vielleicht im Januar, 15.000 im Februar. Vielleicht ist es dann gleichbleibend, vielleicht ist es aber auch, geht's nach oben. Vielleicht jeden Monat 1.000 Euro mehr. Das trägst du jetzt noch hier unter die Monate. Kannst du auch auf dem Papier machen oder hier auf Excel. Ihr seht doch den Bildschirm von mir, oder? Seht ihr die Excel-Tabelle? Ja. Kann man sehen. Sehr gut, danke. Ja, und da tragt ihr jetzt alle mal euer Wunschumsatzziel ein. Denn nur wer ein Ziel hat, kann es auch erreichen. Und das Problem der meisten Menschen ist, die wollen einfach nur Kunden, aber die setzen sich gar nicht das Ziel. Im Januar 10.000, yeah. Im Februar 15.000, yeah. Und vielleicht im März dann 16.000 oder gleichbleibend, um das erstmal zu halten. Das ist auch okay. Oder wieder 10.000. Mach es, wie es für dich richtig ist, so dass du ein gutes Leben damit leben kannst. Dass du deine Rechnung bezahlen kannst, deine Versicherung, deine Krankenkasse, dein Auto, deine Gewerbesteuer. Und das ist jetzt für uns jetzt erstmal das Wichtigste. Wer von euch alles die Ziele hat, schreibt mal in die Chatfunktion fertig. Also wer seine monatlichen Ziele hat. Und wenn du hier nichts reinschreiben kannst, ist es nicht schlimm, du bist ja clever, dann schreibst du es dir auf ein weißes Blatt Papier, okay? Es geht jetzt hier nicht um diese Excel-Liste. Das ist nur ein Tool, das ist nur eine Möglichkeit, die dir hilft, dich zu sortieren, weil es ist alles im Herzen. Du brauchst es nicht auf einer Excel-Liste. Schreib mal alle rein, scheiß auf die Excel-Liste, scheiß auf den Plan. Es kommt aus dem Herzen, ihr Lieben. Und damit es nicht nur im Kopf ist, machen wir es auf ein Papier, entweder in Excel oder auf einem weißen Papier oder du malst es nachher künstlerisch aus. Es ist scheißegal wie, Hauptsache du hast ein Ziel. Genau. Und in diesem Workbook, was im Prinzip auch scheißegal ist, aber nicht ganz so scheißegal, muss ich dann doch ehrlich sagen, weil da stehen doch meine wichtigsten Erkenntnisse drin. Auf Seite 8 sind die Bedürfnisse der Menschen. Und alle, die auch bei Damian Richter im Coaching sind, die kennen diese. Und ich habe erkannt, ihr Lieben, beim Verkaufen ist es nicht nur wichtig, dass ich die Bedürfnisse kenne, um sie so darzustellen, dass mein Kunde bei mir kauft, sondern es ist vor allem wichtig, dass ich diese Bedürfnisse auch kenne, damit ich nach diesen Bedürfnissen mein Leben gestalte. Bei wem von euch macht's da Klick? Auf Seite 8, diese Bedürfnisse werden meistens nur gesehen, dass ich die nur nutze, um Menschen zu manipulieren. Aber das ist totaler Quatsch. Darum geht's hier in diesem Workshop nicht. Wir manipulieren keine Menschen. Ich bringe euch das Verkaufen so bei,
dass es aus der Liebe kommt, aus der Ruhe, aus dem Frieden, aus der Harmonie, aus der Freude. Und dass andere Menschen am Ende zu dir sagen, hey, ich will den Weg mit dir gehen. Du hast mein Herz berührt. Ich will mit dir gehen, diesen Weg, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt lade ich dich ein, schreib mal in die Chatfunktion, welches Problem löst du? Denn darum geht's. Es geht um deine Problemlösung. Und machen wir uns einmal bewusst, dass wir immer im Leben all das anziehen, so wie wir uns fühlen. Machen wir uns einmal bewusst, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du im Mangel bist, weil du deine Rechnung nicht bezahlen kannst, wenn du nicht weiterkommst oder gerade strauchelst oder gerade Existenzängste hast, dann fühlst du dich nicht gut, wahr oder wahr? Und machen wir uns einmal bewusst, dass du immer das anziehst im Leben, so wie du dich fühlst. Die Herausforderung der meisten Coaches ist, dass sie ja nach außen im Marketing über die Probleme sprechen müssen. Aber du musst in deiner Freude sein. Bei wem von euch macht's da Klick, dass das eine Riesenherausforderung ist? Und das ist auch eines der Riesenschrauben, über die die meisten nicht sprechen. Und ich verstehe das nicht. Die meisten sprechen nur über 5 Schritte, 7 Schritte und du musst das tun. Aber machen wir uns einmal bewusst, wenn ich mich nicht gut fühle bei dem, was ich tue, kann ich den besten Funnel haben, die beste Visitenkarte, die beste Homepage. Wenn ich mich aber scheiße fühle, wenn ich lauter Matschgedanken habe, produziere ich nur Matsch. So wie im Song, die linke Seite. Wenn ich aber mich die ganze Zeit wohlfühle und lichtvolle Gedanken habe, dann produziere ich lichtvolle Ergebnisse, dann bin ich wirklich ein Macher. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich dir heute mitgeben möchte. Du darfst natürlich wissen, welche Probleme löse ich und kommunizierst diese Probleme, aber das Allerwichtigste ist, dass du dich dabei wohlfühlst. Dass du also diese eigene Transformation schon geschafft hast, wenn du über Traumas berichtest oder über Mobbing, über Fettleibigkeit, über toxische Beziehungen, über all das, was ich gerade gesehen habe, dass du dabei schon in der Liebe bist, dass du von deinem Bewusstsein her schon transformiert bist, damit du andere Menschen überhaupt mitnehmen kannst. Wenn du selber noch leidest und dich selber auch jetzt schlecht fühlst, weil du noch Existenzängste hast, weil jetzt irgendwas am 15. März passiert und keiner weiß, wie geht's dann weiter. Wenn du das nicht schaffst, immer innerlich im Frieden zu sein und erfüllt zu sein und in der Liebe zu sein, dann nützt auch diese ganze Jahresplanung nichts. Deswegen lade ich dich ein, hier wirklich vom Gefühl her dich auch drauf einzulassen bei allem, was wir jetzt gleich machen. Denn diesen Workshop gebe ich schon seit 3 Jahren und alle, die richtig mitmachen, und mit mitmachen heißt es mitfühlen, die sich wirklich erlauben, ins Herz zu gehen und mitzufühlen, sich auch zu öffnen und aus diesem Öffnen nicht nur eine lustige Geste machen, sondern wirklich einfach offen sind, entspannt sind, fröhlich sind, offen sind und sagen, yes, ich habe Bock, Geld zu verdienen. Ich habe Bock zu helfen. Ich habe Bock, heute was Neues zu lernen, was Neues in mich hineinzuladen und muss nicht nur mitschreiben, sondern ich kann fühlen. Und das ist die zweite wichtigste Schraube, die ich lernen durfte. Es geht um das gute Gefühl. Es geht um den Glauben und es geht um das gute Gefühl. Und schreib mal jetzt in die Chat-Funktion auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich gerade? 1 ist nicht so gut,
Und 10 ist richtig gut. Und erlaub dir ehrlich zu sein, das ist egal. Das geht eh so im Chat so schnell unter, wie du dich fühlst. Du machst es nur für dich. Und vielleicht, das ist mein Versprechen, ich tue alles dafür, dass du dich auch schon in wenigen Minuten besser fühlst. Schaut nochmal alle, ob ihr stumm geschalten seid. Denn die Gefühle, die du hast, die ziehen deine Kunden an. Vor allem im Online-Business. Du hast ja kein Geschäft, kein Ladengeschäft, wo jemand reingeht. Sagen wir mal ein Schuhgeschäft, wo jemand die Schuhe anprobiert. Wenn die Verkäuferin gerade einen schlechten Tag hat, das kennt ihr sicher, dann fühlt ihr euch da auch nicht so wohl. Und wenn die einen guten Tag hat, fühlt ihr euch wohl. Beim Online-Business ist dieses Gefühl noch viel, viel wichtiger, denn du ziehst die Menschen über dieses Gefühl an oder du stößt sie von dir weg. Und ich lade dich ein, jetzt einfach mal die Augen zu schließen, mal die Hand aufs Herz zu legen und dich mal zu verbinden mit deinem Herzen. Und ich lade dich ein, das wirklich mitzumachen, weil du darfst es nicht nur wissen, das Wissen allein ist für den Arsch. Setz dich wirklich hin oder stell dich hin, leg mal die Hand auf dein Herz oder mach diese Geste, das ist egal. Nur schließ die Augen, damit du jetzt wirklich mal die Wahrnehmung und dein Gefühl, was du für dich hast, wahrnehmen kannst. Sonst nützt auch diese ganze Jahresplanung nichts. Und ich möchte nicht, dass da draußen lauter Leute rumlaufen, 100 Leute, die dann sagen, ich war dabei. Das weiß ich alles schon. Es hat nichts gebracht. Und ich lade dich ein, wirklich offen dafür zu sein, einfach mal die Gefühle jetzt wahrzunehmen, dich zu verbinden mit der Liebe, die in deinem Herzen ist, mit der Liebe, die du von außen fühlen kannst und auch im Inneren. Und einfach mal zu fühlen, wie viel Liebe in dir ist. Und ich lade dich ein, das wirklich mitzumachen, nichts zu trinken, nichts zu schreiben. Mach dir dieses Geschenk. Es ist für dich. Ich erinnere dich immer wieder daran, dass das das Wichtigste ist. Dein Verstand sagt vielleicht, ja, so ein Quatsch, so ein Käse. Ich brauche den Plan. Ja, mit dem Plan. Ich bin hier wegen dem scheiß Plan. Aber dein Herz sagt, ja. Ich will mich gut fühlen. Ich will das doch alles jeden Tag machen und Menschen gewinnen, aber ich will mich dabei wohlfühlen. Ich will mich nicht verbiegen und überwinden müssen. Ich will mich gut fühlen und zwar jetzt schon und nicht erst heute Abend, wenn ich alles geschafft habe. Ich bin jetzt schon gut, ich bin mehr als gut. Und dann verbinde dich mal mit diesem kleinen Wesen in dir, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge, der du mal warst, der sich damals auf den Weg gemacht hat, in diese Welt hineingeboren wurde. Dieses Wesen, was in den Kindergarten vielleicht gegangen ist, in die Schule, was sich angepasst hat, was gefallen wollte, was geliebt werden wollte, was alles dafür getan hat. Vielleicht auch später in der Partnerschaft. Verbinde dich mal mit diesem kleinen Wesen und hol es mal wieder ab und sag mal, hey, ich danke dir. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du all das ertragen hast. Ich danke dir so sehr, dass du all das überstanden hast, dass du all das ausgehalten hast, dass ich jetzt hier sein darf, dass ich jetzt lebe, existiere, dass ich jetzt meine Fähigkeiten anerkenne und fühle, was für ein toller Mensch ich bin und dass ich meine Fähigkeiten, das sind die Dinge, die ich aus der Liebe mache, aus der Freude, die mir leicht fallen, dass ich nur mit diesen Dingen mich ab heute zeige und auf den Weg mache.
und der Welt ein Geschenk bin und dass ich aus dieser Leichtigkeit heraus so vielen Menschen helfen kann, dass ich mich nicht mehr verbiegen muss, dass ich es nicht mehr schwer haben muss. Denn ich bin ein Geschenk für die Menschen, die diese Fähigkeit nicht haben, die dafür Geld bezahlen und in mich investieren. Und so bin ich frei und lebe ein freies Leben aus der Leichtigkeit und helfe Menschen, diese Probleme zu lösen, die ich fähig bin, mit Leichtigkeit sie an die Hand zu nehmen, ihnen zu zeigen, wie sie rauskommen. Und dafür danke dieser schweren Zeit, die du vielleicht durchlebt hast oder vielleicht auch nicht, dann sei dankbar, dass du das nicht hattest. Und verbinde dich mal jetzt mit diesen Menschen, die jetzt gerade diese Probleme haben, die du lösen willst. Und schick innerlich diese Gefühle an diese Menschen und fühle, wie sich das anfühlt. Vielleicht magst du sagen, hey, ich sehe dich, ich fühle dich. Ich weiß, wie beschissen es sich anfühlt, wenn man so fett ist, so arm, in so einer scheiß toxischen Beziehung steckt, sich selbst nicht mehr fühlt und wahrnimmt. Ich weiß, wie beschissen das ist, wenn man geschlagen wird oder in der Schule Mobbingopfer ist, je nachdem, was deine Positionierung ist. Bleib bei dir, bleib bei deiner Positionierung und sprich zu deiner Zielgruppe. Und fühle mal, wie stark du dich jetzt gerade fühlst, dass du diese Fähigkeit hast, anderen Menschen helfen zu dürfen. Denn das ist ein Geschenk, dass du das auch annimmst und akzeptierst und wirklich hilfst und sagst, yes, ich bin die Nummer eins in meinem Leben und ich zeige mich ab heute aus diesem Gefühl, nicht aus der Angst vor Sichtbarkeit, nicht aus der Angst vor Ablehnung, nicht aus dem Klein-Klein, sondern aus dieser Größe. Es ist leicht, es ist einfach. Dir wurden diese Päckchen bereits gegeben und du hast sie bereits gemeistert. Du hast die Prüfungen bereits bestanden. Du kannst jetzt rausgehen und einfach sichtbar sein und du musst dich nur zeigen. Und zwar mit diesem Gefühl. Das nur zu wissen alleine reicht nicht. Das hörst du sicher nicht zum ersten Mal, dass du sichtbar sein musst und eine Community haben musst, sondern mit diesem Gefühl. Dieses Gefühl trägt dich ab heute Tag für Tag und du wirst ab heute leichter sichtbar sein. Und jetzt spür mal hinein, was heißt Sichtbarkeit für dich? Wie oft, wo und wann bist du ab heute sichtbar? Und dann lade ich dich ein, das mal in die Chat-Funktion zu schreiben. Wenn du wieder hier zurückkommst, dass du anerkennst, ja, verdammte Scheiße, ich habe das erlebt. Und ich habe es bereits transformiert. Ich kann aus der Liebe, aus der Freude, aus diesem Gefühl sichtbar sein, und spreche zu anderem wie eine Mama oder ein Papa zu dem Kind. Denn du holst die Menschen ab aus dieser Ebene, nicht aus der Wissensebene, nicht aus der Fachkraftebene. Wir brauchen keine Fachkräfte mehr. Die Zeit der Fachkräfte ist vorbei. Wir haben Fachkräftemangel schon seit 20 Jahren. Das ist jetzt transformatorisch gewesen. Wer jetzt gerade dacht, was soll das denn jetzt? Klar brauchen wir Fachkräfte. Ja, alles, was ich euch erzähle, erzähle ich euch ja aus meinem Bewusstsein und jeder muss für sich das Richtige rausnehmen. Also bilde dir deine eigene Wahrheit. Das, was ich erzähle, ist nicht alles richtig. Das ist nur meine Wahrheit.
Denn in meiner Wahrnehmung, seitdem jetzt diese Coaching-Welle und die Beraterwelle begonnen hat, ist es doch so, dass die Menschen nicht mehr von einer Fachkraft lernen wollen, wie sie aus einer toxischen Beziehung kommen. Die Menschen wollen nicht von einer Fachkraft lernen, wie sie aus einem finanziellen Mangel kommen. Sie wollen von einem echten Menschen lernen, der dieses Scheißproblem auch echt gelöst hat. Wahr oder wahr? Die wollen keine studierten Fachkräfte haben, die in, wo du in einer Beziehungstherapie sitzt, vielleicht, und ein junges Mädchen dir erklärt, wie du jetzt deine Ehe retten kannst. Die wollen das von einer echten Person lernen, die echt ihre eigenen Eheprobleme gelöst hat, die dazu vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium hat und das aus eigener Erfahrung, aus eigenem Leben erzählen kann. Das meine ich mit, wir brauchen kein Fachpersonal, keine Fachkräfte. Alleine der Begriff Fachkraft, da zieht es einem doch die Fußnägel zusammen, oder? Wir sind doch keine Fachkräfte. Wir sind keine Human Resource, keine Personalnummer. Oder wer das sein möchte, der ist hier falsch. Da lade ich dich gleich ein, wieder rauszugehen und einfach in einer Festanstellung eine Personalnummer zu sein. Vielleicht die Nummer 79. Die war ich mal in einem Hotel. Habe ich mir bis heute noch gemerkt. Weil du da einfach ersetzbar bist. Aber als, und da sehe ich schon, Experte, bist du eben nicht ersetzbar. Und es ist wichtig, dass du nicht nur diese Macht der Gefühle beherrschst und dich immer gut fühlst, sondern dass du deine Berufung liebst, dass du deiner wahren Berufung folgst. Folge deiner wahren Berufung. Was ist deine wahre Berufung? Schreib dies jetzt nochmal in die Chat-Funktion. Und während du das schreibst, fühle, wie du deiner wahren Berufung folgst. Und dann musst du nur eins tun, um deinen Erfolg unvermeidbar zu machen. Werde Experte in dieser wahren Berufung und folge nur der Freude. Und viele haben damit schon ein Problem. Folgt der Freude, folgt der Freude. Ich höre das so oft. Was heißt denn das, folgt der Freude? Es ist doch Arbeit. Es ist doch Arbeit, Menschen anzuschreiben. Es ist Arbeit, Webinare zu machen. Es ist Arbeit, eine Homepage, eine Landingpage zu machen. Aber stell dir mal vor, es gibt einen Weg, auch das, weil du deine Vision lebst, aus der Freude zu machen. Und das ist das, was ich lebe, was ich meinen Kunden beibringe. Dass du all diese Dinge, die du noch als Arbeit bezeichnest, weil du noch mit diesem Arbeitsmindset dabei bist, wie das Arbeitstier aus der Festanstellung, oder auch ein schöner Vergleich ist, du sitzt mit dem Mindset einer Schreibmaschine am Laptop und willst schauen, wo das Blatt reingeht und wo das rauskommt. Und viele Menschen machen sich auf den Weg, wollen Online-Kunden gewinnen, sitzen aber mit dem falschen Mindset dabei. Sitzen mit dem Mindset einer Schreibmaschine jetzt an ihrem Laptop und arbeiten und sind nur in der Schwere. Und das, ihr Lieben, ist eine Entscheidung. Machen wir uns also bewusst, dass Online-Business nur aus dem guten Gefühl funktioniert und nur aus der Leichtigkeit. Und du kannst jetzt entscheiden, es ist eine Entscheidung. Ich will es leicht haben. Wenn du jetzt hier nämlich nur erwartest, du kriegst jetzt hier die 5 besten Schritte, bist du noch im alten Mindset. Du darfst dich wirklich entscheiden, ich will es leicht haben. Schreib es einfach mal in die Chat-Funktion. Ich will es wirklich leicht haben. Auch ich musste das entscheiden, denn Leichtigkeit zu bekommen heißt, vieles loslassen und sein lassen, was du früher gelernt hast, was man dir beigebracht hat, wie es in der Arbeit zu funktionieren hat, in der Schule, wie du hart und schwer zu kämpfen hast. Und du hast es leicht, wenn du diesen Jahresplan mit lauter Dingen befüllst, die du gerne machst.
Und dazu lade ich dich ein, jetzt zu überlegen, aus dieser Problemlösung heraus, die du anbietest, was machst du gerne? Und was könntest du dir vorstellen, was du vielleicht jede Woche zur gleichen Zeit anbietest oder jeden Monat, um Menschen einzuladen? Denn wir haben ja festgestellt, das Gold liegt in der Community. Wie kannst du dir also mit Leichtigkeit eine Community aufbauen, die dir folgt, die deinen ganzen Lebensweg kennt, die dich besser in- und auswendig kennt als du dich selber, die du irgendwann triffst und die sagt, das, was du damals erzählt hast, was dir passiert ist, ist mir auch passiert. Oder wir haben auch beide das und das studiert. Oder wir haben auch so viele Kinder. Und ich habe auch das Gleiche erlebt wie du. Das ist eine Community. Eine Community ist nicht eine Massenansammlung von Menschen auf LinkedIn oder auf Facebook, sondern eine Community sind Menschen, die dir zuhören, die dich kennen, denen du Vertrauen schenkst, denen du erzählst, wo du geweint hast, wo du gelacht hast, wo du in der Schwäche warst, wo du in der Stärke warst. Das ist eine Community und das macht den Unterschied. Und wer oder was kannst du ab heute sein, wo du jede Woche dich mit Menschen verbindest, um diese Community überhaupt aufzubauen, hochzufahren, wie ein Baum? Vielleicht seid ihr am Anfang 5, vielleicht seid ihr dann 10 und dann 50 oder dann 100, wie ich ihr, und habt das Problem, dass ihr Zoom erweitern müsst. Aber auch ich habe mit 0 angefangen. Und das, was ihr heute seht, ist das Ergebnis aus dem, wie ich meine Community aufgebaut habe und dass ihr alle von mir etwas wisst. Jeder von euch weiß irgendetwas von mir, was mit Sicherheit auch privat ist. Vielleicht haben wir auch schon zusammen geweint, weil wir wirklich in die Gefühle gehen. Genau, und einige von euch kennen mich auch seit 2018 und können auch bestätigen, wie auch ich mich verändert habe in dieser Zeit. Und was kannst du machen? Das kann ein Webinar sein. Das kann eine Monatsausrichtung sein, ein Vollmond. Das kann irgendetwas sein, was du auch in deinem Jahresplan dann gleich schon mal festlegen kannst. Denn wenn du regelmäßig Monat für Monat 10.000 oder mehr verdienen willst, dann brauchst du auch regelmäßige Sichtbarkeit, nicht nur auf Instagram täglich eine Story, sondern regelmäßig eine Art Webinar oder ein Workshop oder ein Vortrag oder ein Unternehmertreff oder eine Whiskyverkostung oder auch eine Laufgruppe oder eine Wanderung. Es muss etwas sein, was auch deinen Bedürfnissen entspricht. Damit du auch in diesem Moment nicht das Gefühl hast, scheiße, ich arbeite, scheiße, ich mache ein scheiß Webinar, scheiße, ich muss denen jetzt irgendeinen Scheiß erzählen, damit die buchen. Nein, das ist das alte Mindset der Schreibmaschine. Mache etwas, wo du sagst, ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ich diese Menschen, die ich nur online kenne, endlich mal live sehe, mit ihnen wandern gehe oder mich mit ihnen wie gestern Abend in Erding in einer Praxis treffe. Da freue ich mich und das ist keine Arbeit. Und daraus kommen die Kunden, die dich Woche für Woche, Monat für Monat besuchen und buchen. Bei wem von euch macht's da Klick? Dass du deine Community aufbaust durch tägliche Sichtbarkeit und sie einfach immer nur täglich zu etwas einlädst. Du bist also ein Einladender, eine Einladende. Mach mal, ich muss ja nur einladen. Du lädst den ganzen Tag nur ein und zwar in diese eine kostenfreie Sache. Wer von euch sagt, was, nur eine Sache, die mache ich jede Woche oder jeden Monat, das ist viel zu einfach, dann hast du dich vorher nicht entschieden, dass du es einfach haben willst. Du kannst es gerne auch schwerer machen und mach drei Sachen. Aber für alle, die es leicht haben wollen, mach nur eine Sache. Mach eine Sache jede Woche dieselbe und freu dich.
Und was könnte das sein? Was könntest du machen? Eine Laufgruppe, Lach-Yoga, online. Ja, du kannst ganz viel online machen. Ich lade dich ein, die Dinge wirklich lieber online zu machen, weil dann kannst du den ganzen deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum abholen, als das nur offline zu machen. Genau, du lädst immer das Gleiche ein. Du bist immer sichtbar. Und es hören dir ja immer neue Leute zu. Und so baust du dir eine Community auf. Und für wen von euch ist klar, dass man sowieso nicht jede Woche das Gleiche erzählt, wahr oder wahr? Die Menschen lieben dich, die wollen raus aus diesem Scheißproblem und sie kommen zu dir und wollen von dir wieder kleine Informationen haben. Weil sie sind von ihrem Bewusstsein her noch nicht da, wo du bist. Du bist ja schon viel höher in der Liebe, in der Freude, in der Gesundheit, in der Fülle. Die anderen sind aber im Mangel und die glauben noch gar nicht daran, dass sie dir helfen können. Die glauben noch gar nicht daran, dass es so einfach geht, dass ich ohne Brille gucken kann nach wenigen Wochen. Die glauben nicht daran, dass man innerhalb von 4 Wochen 60.000 Euro Umsatz machen kann, wo man noch niemanden kennt. Das glauben die Menschen nicht. Und deswegen musst du sie immer wieder einladen, dass sie immer wieder zu dir kommen. Und jetzt kommt der Trick zur Monetarisierung. Denn wenn du nur sichtbar bist, und das kennen vielleicht viele von euch, du bist sichtbar und sichtbar und du mühst dich ab und mühst dich ab und auf einmal denkst du, Scheiße, die Menschen finden mich alle nett und toll und lieb, aber keine Sau bucht. Das ist Kacke. Wer von euch kennt das? Der schreibt mal rein, kenne ich. Und das ist wirklich Kacke. Du bist sichtbar und sichtbar, du gibst dir Mühe, du mühst dich ab, du sprengst alle Blockaden, machst Stories und markierst und keine Sau bucht. Und das, ihr Lieben, wollen wir heute ändern. Ab heute lernst du, wie du auch am Ende von dieser Kundenreise, wir nennen es liebevoll Kundenreise, du nimmst diese Menschen mit auf eine Reise. Wir tun sie nicht überreden oder überzeugen oder in einem Erstgespräch so manipulieren, dass sie fix und fertig sagen, ja, ich will das jetzt, ich weiß nicht wie, aber ich buche das jetzt. Sondern wir wollen doch, dass sie das liebevoll verstehen und diesen Weg mit dir auch liebevoll gehen. Denn du kannst Schmerzen oder was auch immer du coachen willst, ja nicht unter Druck nachher coachen. Auch da muss diese Person dir vertrauen und offen sein. Und dann hast du die geilsten Ergebnisse, die geilsten Referenzen. Und das ist Voraussetzung dafür, dass es Monat für Monat steigt. Bei wem von euch macht es da nochmal Klick, dass du am Anfang wirklich den Menschen so richtig öffnen musst? Vertrauen aufbauen musst, dann sie abholst, ihnen dann hilfst, damit du richtig geile Referenzen kriegst. Denn diese geilen Referenzen, die bringen dich in die finanzielle Freiheit. Und das ist eben das Gold, das liegt in der Community. Und das braucht etwas Zeit, diese Community aufzubauen. Und diese Zeit, die hast du. Ich hatte sie auch als alleinerziehende Mama. Komplett alleine in Erding, ohne Oma, Opa, Geschwister. Auch ich hatte neben Vollzeitstelle diese Zeit. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich täglich zu zeigen und einzuladen in diese eine Sache, wo man dich näher kennenlernen kann. Bei mir zum Beispiel ist es meine Challenge. Ja, ich lade alle ein, um 6 mit mir Sport zu machen. Da lernen sie mich kennen, da mache ich keinen Druck, da verkaufe ich nicht mal was. Da sind wir alle stumm und machen Sport. Und da lernst du mich eben auch kennen, auch stumm. Dann habe ich die Challenge 4-mal die Woche, immer zur gleichen Zeit, dass ich Menschen helfe, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und da erzähle ich jedes Mal was anderes. Wer von euch war schon mal dabei und kennt das, der kann ja mal jetzt schreiben, auf einer Skala von 1 bis 10, ob das auch wertvoll ist, wenn du da immer wieder drinne bist, obwohl ich immer das Gleiche mache. Also es ist immer das Thema Sichtbarkeit. Und ich danke euch, dass ihr so gut mitmacht, dass die anderen auch sehen, das, was ich euch erzähle, kommt nicht aus dem Lehrbuch, sondern es kommt wirklich aus dem Leben und es funktioniert.
Und nur weil ich immer wieder zur Sichtbarkeits-Challenge einlade, die heißt einfach Challenge. Deswegen mache ich doch nicht immer das Gleiche. Ja, wenn du also glaubst, du machst jede Woche das Gleiche, ist es wieder das Mindset der Schreibmaschine. Ich mache doch nicht das Gleiche. Ich mache auch hier bei diesem Workshop jetzt gerade nicht das Gleiche wie beim letzten Mal. Ich erzähle ganz andere Sachen, aber sie sind immer zielführend zum gleichen Ziel. Deswegen ist es sogar wertvoll, auch diesen Workshop sich immer wieder live anzuschauen. Und jeder, der einmal bei mir im Coaching war oder einmal dieses Ticket gekauft hat, der darf immer wieder dabei sein, damit ich auch weiß, okay, das nächste Mal muss ich wirklich meinen Zoom erhöhen. Jetzt macht es für mich Sinn. Weil das neue Mindset ist so, dass du immer erst was verkaufst und anbietest und erst danach es in die Wege bringst. Also erst danach dein Programm ausarbeitest, erst danach den Zoom erhöhst, erst danach Dinge kaufst, die du brauchst. Du tust in diesem neuen Mindset erst anbieten und verkaufen und erst dann arbeiten. Und so bist du in der Leichtigkeit. Das kannst du aber nicht, wenn du dich nicht dafür entscheidest. Wenn du immer noch mit dem Mindset der Schreibmaschine vorm Laptop sitzt und live gehst und sagst, ich muss aber erst alle Meilensteine wissen. Ich muss erst alle Programme ausgearbeitet haben. Ich muss erst alles geschrieben haben. Ich muss es erst einmal eine Metaphase und eine Beta-Phase und eine Alpha- und Gamma-Phase gemacht haben und erst einen riesen Testapparat gemacht haben. Dann sind die Kunden schon wieder weg. Also wirklich einladen, wirklich sagen, das ist mein Problem. Und dieses Problem ist doch dein Programm. Wahr oder wahr? Bei wem von euch macht es da nochmal Klick? Das ist das Geile, wenn du Coach und Berater bist. Dein Problem ist doch dein Programm. Und das kannst du in einer Challenge machen. Das machst du jetzt, solange du diese Positionierung hast. Geht es nur um dieses scheiß Problem. Dein Problem ist aber, dass du noch ein altes Mindset hast. Oder dein Problem ist aber, dass du vielleicht nicht in der Fülle bist oder in einem schlechten Gefühl. Und dann sprichst du über dieses Problem und die Menschen fühlen deine Schwere. Und damit gehst du nicht in die Fülle. Damit kann keiner zu dir Ja sagen. Oder dein Problem ist, dass du das noch nie selber gelöst hast, sondern nur ein Unterstützer warst. Vielleicht hast du nur ein Team unterstützt und du hast dort genau gesehen, wie die das machen, aber du hast es selber noch nicht gemacht. Und dadurch fühlst du in dir eine Unsicherheit. Du erzählst es vielleicht, wie es geht, aber du hast es selber noch nicht erlebt. Und das tut vielleicht für den einen oder anderen jetzt weh, aber da gibt es schon eine Lösung. Denn nur wenn du es fühlst, dass du dieses Problem gelöst hast und anderen helfen kannst, das ist die Macht der Überzeugung aus deinem Gefühl. Damit überzeugst du den anderen, hey, wenn du mir vertraust, ich hol dich da raus. Wenn du mir vertraust, du musst mir nur vertrauen und machen, was ich sage, dann nimmst du ab. Du kommst aus der Beziehung, du findest einen neuen Partner, du kommst da eben raus, ja, was eben dein Problem ist. Nur wenn du das selber fühlst, werden Menschen zu dir Ja sagen. Und dazu brauchst du keinen Drei-Schritte-Plan, sondern das sind wir wieder im Gefühl. Und dieses Gefühl, das haben oft die Menschen nicht, wenn sie sich auf den Weg machen, weil sie ja alles nur gelernt haben. Denn dieses Lernen bedient diese Scheißkonditionierung, ich bin nicht genug. Ich muss noch was lernen. Ich brauche jetzt noch den Quantensprung, ich brauche jetzt noch den VAK, ich brauche jetzt noch dies und das und das. Und ich lade dich ein, jetzt nochmal Hand aufs Herz zu legen und die Augen zu schließen und einfach mal zu fühlen, wie du selbstbewusst deinem Wunschkunden jetzt in die Augen schaust und sagst, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich weiß, dass du eine scheiß Angst hast, dass du es nicht schaffst, dass du hier wieder Zeit und Geld fehlerhaft investierst. Ich kenne alle deine Sorgen.
Ich weiß, wie beschissen es auch in dieser Situation ist. Jetzt setzt du deine Probleme ein. Ich weiß, wie klein du dich fühlst oder krank oder arm. Denn ich bin auch diesen Weg gegangen. Oder ich habe schon Hunderten, Tausenden geholfen. Aber fühle das. Fühle, ob du das wirklich fühlst. Denn nur dieses Gefühl hilft, dass andere zu dir Ja sagen, egal welche Worte du benutzt. Und ich sag dir eins, wenn du mir glaubst, dass ich dir helfen kann, aufgrund meiner Geschichte, wenn du mir vertraust, ich glaube an dich, wir schaffen das. Du musst dich nur entscheiden. Du musst nur Ja sagen und dabei sein. Wenn du dabei bist, dann schaffen wir das. Bist du dabei? Ja, schau dich jetzt an, fühle mal, wie selbstbewusst du das jetzt jemanden sagst und jetzt diese Energie hochfährst. Bist du dabei? Gehen wir das jetzt an? Machen wir das jetzt? Ja, fühle mal, wie du jetzt zu dieser Person, die nämlich in ihrer Energie niedrig ist, die Angst hat, die sich nicht vertraut, die nicht dir vertraut, die sich nicht glaubt, die es nicht glaubt, dass sie rauskommt aus der Fettleibigkeit, aus der Armut, aus dem Mangel, aus der Beziehung, die glaubt das nicht. Und die braucht jetzt deine Stärke, dein Selbstbewusstsein. Bist du dabei? Gehen wir das an? Machen wir das? Come on! Es ist dein Leben. In meinem Leben wird sich nichts ändern, aber in deinem wird sich alles ändern. Du musst dich nur entscheiden. Denn die meisten Menschen schaffen es nicht, diese Scheißentscheidung zu treffen. Und du als Coach musst sie dabei unterstützen, liebevoll. Ganz liebevoll. Nicht mit Zwang und Druck. Und das kannst du nur, indem du dir selber glaubst, ich schaffe das. Wenn du selbst dir nicht glaubst, dass du dieser Person nicht helfen kannst, weil du vielleicht Menschen verachtest oder Menschen nicht liebst oder denkst, oh, so wie der aussieht, der wird gar nicht regelmäßig kommen, der wird es gar nicht verstehen. Oder die Menschen sind alle blöd, ich gebe ihnen allen das Beste, aber sie setzen nicht um. Und du bist bestimmt auch wieder so ein Scheißkerl, der das nicht umsetzt. Oder so eine Scheißtussi, die das nur kaufen will, aber nichts macht. Ja, wenn du das aus Versehen denkst, während du verkaufst, bist du im Arsch. Weil das fühlen sie. Sie fühlen, was du denkst. Du musst wirklich diese Überzeugung, die in dir ist, so trainieren. Und du musst drei Dinge dabei unbedingt fühlen. Und in die gehen wir jetzt auch noch mal rein. Legt mal alle Stift und Zettel zur Seite. Noch mal, ich lade dich noch mal ein, die Augen zu schließen und Hand aufs Herz zu legen. Jetzt bringe ich dich in dieses Gefühl, in diese Transformation, die du haben musst, um verkaufen zu können, damit du jeden Monat fünfstellig verdienst. Denn du musst dafür jeden Monat Abschlüsse machen. Denn in dieser Verbindung, in diesem Gespräch findet eine Transformation statt, dass du aus deiner Großartigkeit, aus deiner Liebe, aus deiner Schöpferkraft diesen Menschen schon transformierst, damit er auch in einer höheren Energie ist und zu deinem Angebot Ja sagen kann. Und das schaffst du über dieses Gefühl. Es kommt aus drei Ebenen. Die erste Ebene bist du. Sag mal ich. Ich bin das. Ich fühle mich. Ich liebe mich. Ich sage Ja zu mir. Ich liebe mich. Ich stehe zu mir. Ich bin ein richtig toller Mensch. Und schenk dir jetzt mal selber ganz viel Komplimente. Einfach mental und fühl das mal. Ich bin gut. Ich bin mehr als gut. Ich bin der Oberknaller. Ich liebe mich. Ich gebe alles.
Und ich bin gut, wie ich bin. Ich bin mehr als genug. Ich bin die pure Liebe. Schließ mal die Augen und fühl das. Es geht ums Fühlen, nicht mitschreiben oder jetzt nur konsumieren und zuschauen. Mach wirklich mit, mach dir das Geschenk. Denn es geht um dieses Gefühl. Das nenne ich Kundenmagnet sein. Und das mache ich jeden Morgen 6 Uhr da in meiner Challenge. Das wissen die Leute nur alle nicht. Ihr seid jetzt die, die das wissen. Ich mache das die ganze Zeit, während ich Sport mache oder meditiere. Also, die erste Ebene bin ich, denn Erfolg beginnt bei mir. Ich bin Erfolg. Nicht die da draußen. Nicht die, weil die mich buchen oder die mich nicht buchen, sondern ich. Ich liebe mich. Ich bin gut, so wie ich bin. Schließ mal alle die Augen und fühl das. Fahr mal diese Energie hoch. Ich bin wirklich gut. Ich akzeptiere das. Auch mein innerer Saboteur akzeptiert das oder meine innere Perfektionistin akzeptiert das. Verdammte Scheiße, gut bin ich. Ich sehe nicht nur gut aus, sondern ich bin richtig gut. Und die zweite Ebene ist dein Angebot. Das besteht aus deinen Fähigkeiten. Und das erlaubt dir mal zu sagen, und ich habe verdammt gute Fähigkeiten. Ich habe diese eine Fähigkeit oder 3 oder 5, es ist egal, Hauptsache mindestens eine. Und ich akzeptiere jetzt diese Fähigkeit und schick mal dir mental, was deine Fähigkeit ist. Und es kann etwas ganz Leichtes sein, wie ich höre Menschen zu. Ich gebe Menschen einen Raum. Ich bin einfach dafür gut. Oder es kann auch die Fähigkeit sein, ich habe eine Schwäche und ich stehe dazu und ich zeige mich damit. Ich zeige mich mit meiner Schwäche. Ob das eine Einschränkung ist, körperlich, geistig, mental, egal. Denn wir sind alle, so wie wir sind, göttliche Wesen. Keiner von uns ist besser, mehr oder schöner. Wir sind alle eine Abbildung von dem, was das Leben bringt. Wir sind alle Leben, wahr oder wahr? Wir sind alle das Leben und wir sind alle gleichwertig. Keiner ist besser. Also sag ja zu deinen Fähigkeiten und vielleicht noch ein bisschen transformatorisches Vokabular zu deinen Scheißfähigkeiten. Es sind deine leichten Scheißfähigkeiten, die dir geschenkt wurden. Es muss nicht das Schwere sein. Und wenn es nur deine Fähigkeit ist, dass du Tag und Nacht über dein Problem gerne sprichst, also diese Problemlösung. Vielleicht hast du schon mal ein Kompliment bekommen. Ich habe das gestern erst bekommen. Da sagte jemand, Anne, ich bewundere dich, dass du die Menschen immer wieder motivierst, dass die sichtbar werden. Und da sage ich ja, weil ich das geil finde. Das macht mich glücklich. Und ich bewundere dich, weil du ihnen, sie ist Designerin, ein schönes Design gibst. Das könnte ich nicht. Sagt sie, ja, das mache ich eben den ganzen Tag. Ich designe die ganze Zeit Logos und Roll-Ups und Kugelschreiber. Sag ich, ja, das könnte ich nicht, da bewundere ich dich. Und jetzt schließ mal deine Augen und fühl mal dich. Fühl mal deine Fähigkeit, für die ich dich jetzt bewundere. Ich könnte nämlich das nicht. Weil ich kann den ganzen Tag nur reden, wie schön es ist, sichtbar zu sein und wie geil es ist, gebucht zu werden. Das finde ich geil, einfach geil, weil es wirklich einfach geil ist. Über Dinge zu reden, für die andere noch ein Problem sind und für mich eben nicht. Und dafür kriege ich Geld. Das ist doch geil. Jetzt akzeptiere das mal für dich bitte. Du musst nur über das Problem reden, was du löst. Ja, ich habe ja einige Positionierungen hier gesehen. Gesundheit, Augen, Fülle. Und jetzt akzeptiere mal, ich liebe meine Fähigkeit. Ich liebe einfach, dass ich mit Leichtigkeit dieses Problem löse. Und daraus
kommt jetzt die dritte Stufe, die dritte Ebene. Ich liebe alle Menschen. Denn nur wenn du alle Menschen liebst, spüren sie das und können zu dir Ja sagen. Und jetzt fühl mal, ich liebe alle Menschen. Ich liebe sie alle, so wie sie sind. Auch in ihrer Konditionierung. Ja, vielleicht kennst du das, dass du es manchmal schon nicht mehr hören kannst. Dieses, oh, meine Geschichte und mein Mann und meine Frau und meine Kindheit und dies und das. Und das musst du nur trainieren und sie dafür auch lieben. Ich liebe alle Menschen so. Sie können ja nichts dafür. Sie sind alle göttliche Wesen, so wie sie sind. Sie sind halt konditioniert und sie geben alle nur ihr Bestes. Und je mehr du mit Menschen zu tun hast, wirst du das immer mehr wahrnehmen, diese Konditionierungsfallen, in denen sie stecken, und kannst sie noch leichter helfen. Du musst sie aber lieben. Und vielleicht erkennst du dich, dass du manchmal denkst, oh nein, nicht schon wieder das und oh, nicht schon wieder so eine, die jetzt mit der Geschichte kommt und oh. Und schon wenn du das denkst, bist du draußen. Ist der Verkauf im Arsch. Also die drei Ebenen, ich liebe mich, ich liebe meine Fähigkeiten und ich liebe alle Menschen so, wie sie sind. Und so holst du sie ab. Das ist die Voraussetzung, dass du live gehst und einlädst zu deinem coolen Webinar oder Impulsvortrag oder zu deinem Lauftreffen oder zu deiner Glühweinverkostung, was auch immer. Mit diesem Gefühl lädst du sie einfach ein und dann trägst du mal jetzt in deine Jahresplanung, wann diese Sache Monat für Monat stattfindet. Ich empfehle dir, einmal die Woche, zur gleichen Zeit, immer und immer wieder. Weil dann muss dein Kopf sich nicht mehr so anstrengen und denken, oh, ich muss heute sichtbar sein, was muss ich erzählen? Weil dann weißt du mal, ah, heute war Mittwoch, das ist ja heute vorbei, also kann ich ja heute wieder sichtbar werden, erzählen, nächsten Mittwoch lade ich dich wieder ein. Du lädst immer nur ein für den gleichen Tag, die gleiche Uhrzeit. Und kreierst damit deine Community, deine Einladungsmaschine. Und ich weiß, dass es für viele eine Herausforderung ist, das anzunehmen, zu erkennen, dass es wirklich so leicht ist. Aber wenn du es auch leicht haben willst, so wie ich immer gesagt habe, ich sage immer, ich will es leicht haben. Wie geht's noch leichter? Wie geht's noch leichter? Und alle, die schon eine Landingpage haben, eine Verkaufsseite, die machen dann einfach eine Verkaufsseite und können diesen Link ja immer auf ihre Story verlinken, in ihre Bio verlinken. Du arbeitest nur mit diesem einen Einladungslink und lädst sie immer ein zum Mittwoch. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Mittwoch 20 Uhr. Und dann weißt du immer, ich muss immer nur sichtbar sein mit Mittwoch 20 Uhr. Das ist der Link, melde dich an. Und das ist dein Lead-Magnet, man nennt es Lead-Magnet, weil so sammelst du Leads, so sammelst du E-Mail-Adressen. Wenn du das noch nicht hast, ist das nicht schlimm. Ich hatte das auch nicht von Anfang an. Ich habe am Anfang in meine Facebook-Gruppe eingeladen und habe dann dort immer den Zoom-Link reingestellt. Heute empfehle ich euch keine Facebook-Gruppe mehr, weil Facebook nicht mehr so arbeitet wie 2018. Heute empfehle ich euch eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe, weil da sehen die Leute wenigstens immer, wenn du was postest, und können auch freiwillig rein und rausgehen. Es gibt einen Anmeldelink zur WhatsApp-Gruppe, zur Telegram-Gruppe. Den kannst du in deine Bio setzen oder verschicken. Und mit diesem Anmeldelink kann sogar deine Community noch dafür sorgen, dass die Menschen noch einladen. Und du lädst sie einfach in diese Gruppe ein und musst diesen Anmeldelink, den eine Gruppe hat, nur posten, also den Menschen zur Verfügung stellen. Da gehst du bei WhatsApp zum Beispiel auf Gruppeninformationen und da gibt's diesen Link, mit dem man Menschen einladen kann. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Damit du eine riesen Community dir erschaffst, brauchst du eine Vision.
Du darfst nicht nur ein Ziel haben, was nur dich betrifft, nach dem Motto, ja, ich will jeden Monat 10.000 Euro und ich helfe Menschen abzunehmen. Das reicht für mich, ja. Aber das reicht nicht, dass andere Menschen dich weiterempfehlen. Bei wem von euch macht's da Klick? Du brauchst eine Vision, damit andere Menschen überhaupt dich fühlen und dich weiterempfehlen. Ja, und eine Vision ist eben ein übergeordnetes Ziel, was die ganze Welt betrifft, wo andere sagen, wow, das finde ich toll, ich unterstütze dich. Ich lade Menschen in deine Gruppe ein, weil wir müssen mehr sein. Und meine Vision ist zum Beispiel, dass alle Menschen, wirklich alle, einfach in dieser Ruhe sind. Weil ich immer wieder höre, ich will einfach nur meine Ruhe. Und es ist für mich mein sehnlichster Wunsch, dass schon unsere Kinder einfach ihre Ruhe haben. Dass alle Menschen in der Ruhe arbeiten können. Denn dadurch kommt erst die Liebe. Dann fühlen sie sich und die Liebe. Dann kommen sie in den Frieden, in die Harmonie und in die Freude. Und das ist die Freude, diese Erfüllung, diese erfüllte Freude von innen und nicht von außen YouTube gucken, Netflix gucken, McDonald's fahren und kaufen. Ich wünsche mir, dass alle Menschen denken und handeln und erschaffen aus der Ruhe, aus der Liebe. Denn dann wird die Welt verändert. Nur dann, weil wir sind alle Coaches, wir wissen ja, dass unsere Gedanken wirkende Kräfte sind. Also brauche ich mir doch nicht wünschen, dass irgendjemand jetzt 10 Kindergärten baut oder 5 Schulen im Kongo, wahr oder wahr? Wenn ich mir jeden Tag meine Vision wünsche, dass ich mir wünsche, dass alle Menschen einfach denken, handeln und erschaffen aus der Liebe, dann verändere ich die Welt. Und das ist meine Vision. Und dafür gibt es meine Gesundheitschallenge, um jetzt die Menschen abzuholen, die nicht wissen, wie sie ab 15. März noch arbeiten können. Dafür gibt es meine Sport-Challenge, meine Bewegung, um alle in die Energie, in die Bewegung zu bringen. Dafür gibt es meine Sichtbarkeits-Challenge, um all die Coaches in die Sichtbarkeit zu bringen. Dafür mache ich das Woche für Woche, gleich an 4 Tagen die Woche, nicht nur an einem. Aber ich habe auch mal mit einem angefangen. Und das, was ich da mache, ich weiß, das ist auch 10.000 Euro wert. Das könnte ich auch als Programm verkaufen, aber mache ich nicht. Das gebe ich einfach raus, weil ich weiß, dass die Menschen erst Bewegung brauchen, Glauben, Energie und Freude. Und das ist meine Vision. Und was ist deine Vision? Das kann das Gleiche sein. Wenn du keine Vision hast, dann sag einfach, ach, weißt du, ich habe es auch verstanden mit dem Denken. Ich wünsche mir das jetzt auch. Das kann auch deine Vision sein. Es ist meine Vision, dass alle in der Ruhe leben und arbeiten. Aus der Ruhe. Alle sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber ich hatte als Angestellte nie Ruhe. Schon in der Schule keine Ruhe. Vielleicht kennt ihr das auch schon in der eigenen Familie, wo du aufgewachsen bist. Keine Ruhe. Ich wünschte mir einfach nur Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und damals war ich noch nicht bewusst, da wusste ich nicht, dass die Ruhe in mir liegt oder dass ich die erzeugen und herstellen kann. Heute weiß ich das. Deswegen ist es heute mein Anliegen, das allen Menschen zu wünschen, dass alle in dieser Liebe sind und daraus erschaffen, dass niemand mehr irgendeine Scheißarbeit nachgehen muss, die er nicht möchte. Und die Lösung, die ich dafür habe, ist eben Online-Business. Da kann ich machen, was ich will, wo ich will und wann ich will. Da kann ich in meiner Welt rumreisen, meine Familie besuchen. Da bin ich frei. Also der Wert meiner Arbeit ist Freiheit. Emotionale Freiheit, geistige Freiheit, körperliche Freiheit und am Ende finanzielle Freiheit. Für alle, die sich mir anschließen und mir folgen. Und so baue ich eine Community auf und werde auch weiterempfohlen. Genau, und da sehe ich schon, es ist bei euch ähnlich. Es sind oft eben die Kinder, bei mir sind es auch die Kinder, aber da ich nicht Kinderpädagogin bin oder Kindern jetzt mit Kindern arbeiten kann oder möchte, mache ich das eben über das Bewusstsein, über die Erwachsenen.
Denn wenn es lauter Erwachsene gibt, die in der Ruhe sind, in der Liebe denken, handeln und erschaffen, dann haben es doch die Kinder in dieser Familie bei diesen Erwachsenen auch leicht. Wahr oder wahr? Und dann brauchst keine Pädagogen, dann brauchst keine Ergotherapeutiker, keine Logopäden. Dann brauchst doch diese ganze Gesundheitsmaschinerie gar nicht mehr, die ja auch letzten Endes viel im Außen rumdoktern. Wir brauchen Visionen, dass diese ganzen Probleme gar nicht mehr entstehen. Wir brauchen mutige Menschen, die rausgehen und eine Lösung anbieten, dass wir dieses System nicht mehr unterstützen, was nur dafür sorgt, dass immer mehr Krankheiten entstehen, dass immer mehr Berufe entstehen, die einfach nur das Pflaster draufkleben. Wir brauchen mutige Menschen, die das Bewusstsein anheben. Das Lösung ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein für Gesundheit, das Bewusstsein für Fülle, das Bewusstsein für gesunde Augen, das Bewusstsein für die Kinder. Das brauchen wir. Und jede Vision, die jetzt hier geboren wird, die verbreitet sich von alleine. Vertrau mir. Du musst nur damit sichtbar werden. Du musst mit dieser Vision ab heute sichtbar werden. Genau, dann hast du ja jetzt schon deine Jahresplanung. Mach mal, oh, ich habe schon meine Planung. Ich weiß ja, jetzt bin ich jeden Tag sichtbar. Und lade einfach einmal die Woche dahin ein und hab Spaß. Schreib mal rein, ich habe Spaß. Und wer noch nicht Spaß hat, der ist noch eine Schreibmaschine. Dann entscheide dich wieder für den Laptop. Und sag, ja, ich will es leicht haben. Ich will mit meinem Laptop frei beweglich sein und nicht dieses scheiß Papier immer da reinstecken müssen und tippen. Und dann vertippe ich mich und dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Denn auch bei dieser wöchentlichen Einladung kannst du dich nicht vertippen. Du fängst einfach an. Du brauchst nicht mal ein Programm. Du brauchst nichts. Du brauchst nur deine Vision aus diesem Gefühl der inneren Freude, dass du damit einlädst. Und die Menschen werden dich lieben. Denn es gibt sowas wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gibt ganz wichtige allgemeine Geschäftsbedingungen. Das wisst ihr. In jedem Beruf, wahr oder wahr. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gibt es auch hier. Und die sind jetzt ganz, ganz wichtig für euch alle, damit euch niemals irgendwas passiert. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die heißen universelle Geschäftsbedingungen, UGB. UGB, und die findet ihr in meinem Skript auf Seite 12. Die universellen Geschäftsbedingungen, das sind die universellen Gesetze, die wirken im Online-Business. Denn alles, was du eben tust, aus der Liebe, aus dieser guten Absicht, du musst nur mit guter Absicht einladen in dein wöchentliches Webinar. Du musst nicht wissen, wie begrüße ich die Leute, welche drei Tipps gebe ich ihnen, wie hole ich sie ab. Nein, du musst nur für sie da sein, dass sie dir zuhören, dass sie sich dir anvertrauen, dass sie sich dir öffnen. In dieser einen Stunde, nur aus der Liebe. Denn nach diesen UGBs, Seite 12, genau, nach diesen universellen Geschäftsbedingungen entsteht ein Match, wie auf solchen dämlichen Partnerbörsen. Wer von euch kennt diese dämlichen Partnerbörsen? Die sind total dämlich, aber die gibt's. Und dieser Match, der da entsteht aus irgendwelchen Charaktereigenschaften, die dort ein System matcht, genau das Gleiche passiert nach den UGBs. Nach den was? Nach den UGBs, nach den universellen Geschäftsbedingungen. Und ja, ich habe auch schon tolle Partner dort gefunden. Also was ich sage, ist nicht Gesetz, okay, ihr Lieben? Also nichts. Für diese Partnerbörsen sind super, weil wir sonst manchmal gar nicht Menschen kennenlernen würden, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ja? Aber die UGBs sind noch wirkungsvoller als die Partnerbörsen. Erlaubt euch mal, gerade jetzt als Selbstständiger, als Coach, die UGBs wirklich jetzt mal so anzunehmen
als die universellen Geschäftsbedingungen. Und ich halte mich nur an die universellen Geschäftsbedingungen. Und die allerwichtigste Regel dort ist, dass du wirklich immer schaust, dass du in dieser Freude, in dieser Fülle bist und aus diesem Gefühl heraus sichtbar wirst und Menschen hilfst. Also, dass du selber schaust, dass du nicht im Mangel bist. Und ich weiß, im Business ist es schwer, weil du hast vielleicht Rechnungen, die du bezahlen musst. Oder du hast vielleicht Existenzängste. Du musst es aber wirklich schaffen, in diesem Gefühl zu sein, weil du kreierst nur aus dem Gefühl. Deine Realität entsteht aus dem Gefühl. Nicht aus dem Papier, sondern nur aus diesem Körper, der du bist. Denn du bist reine Energie. Das ganze Universum ist reine Energie. Und es gibt niemanden, der im Universum die Kunden verteilt und sagt, Chris, du kriegst im Januar 5. Ingeborg, du kriegst im Februar 5. Franka, du kriegst im Dezember noch 2. Es gibt niemanden, der da oben sitzt und die Kunden verteilt. Das Universum bist du. Du machst das mit deinem Gefühl. Und wenn du jetzt fühlst, scheiße, ich schaff das nicht, 24/7 in gutem Gefühl zu sein, und vielleicht mal 20 Minuten meditierst und 20 Minuten im guten Gefühl bist, dann ist das ein gutes Training für dich. Aber das Universum schaut 24/7 auf dich. Auch wenn du auf im Klo sitzt und badest oder gerade traurig bist oder eine schlechte Nachricht hast oder eine Rechnung öffnest. All diese Gefühle, die du den ganzen Tag über hast, bewusst und auch im Unterbewusstsein, mit diesen Gefühlen ziehst du die Kunden an. Und jetzt kommt's, wir wissen gar nicht, was noch im Unterbewusstsein für Gefühle sind, wahr oder wahr? Und das Unterbewusstsein ist 45.000 Mal stärker als das Bewusstsein. Deswegen trainiere dich und fühle dich immer gut, denn dann fühlst du dich erstmal im Bewusstsein gut. Und durch das universelle Gesetz, durch die UGBs, durch das eine Gesetz der Wiederholung, schreibt mal rein, Wiederholung, trainierst du auch dein Unterbewusstsein. Du musst aber bewusst dich gut fühlen, damit auch dein Unterbewusstsein trainiert wird auf Wohlbefinden, auf Fülle, auf Erfolg, auf Kunden. Und das ist die Riesenherausforderung für viele, die noch niemals in ihrem eigenen Leben jeden Monat 10.000 oder 50.000 Euro verdient haben. Du musst jetzt schon in diesem Gefühl sein, dass du 10.000 oder 50.000 verdienst. Nur dann kann das Universum diesen Match machen und sagen, ah, da hat jemand die Tore geöffnet. Da fühlt sich jemand so wie 50.000 Euro im Monat. Da kann ich ihm ja jetzt die Kunden schicken. Das geht nur über das Gefühl. Ich wollte das am Anfang auch nicht wahrhaben, aber es ist so. Und das sind eben diese einfachen, lustigen Übungen. Und da ich es mir ja immer leicht machen wollte, habe ich irgendwann beschlossen, also wenn das so leicht ist, dann mache ich jetzt wirklich diese lustigen, verrückten Übungen. Und mach das einfach und bin immer in der Fülle und auf einmal kamen die Menschen. Fülle statt Gülle. So einfach ist es. Und Matsch, Gedanken ziehen Matsch an in Matschgeschwindigkeit. Matsch kommt schneller, wirklich extrem schnell. Und lichtvolle Gedanken ziehen eben lichtvolle Ereignisse an. Und diese lichtvollen Ereignisse und Gedanken nach den UGBs, ja, nach den universellen Gesetzbedingungen, die sind, jetzt kommt's, ganz wichtig, diese lichtvollen Gedanken, die sind um ein Hundertfaches stärker als die Matschgedanken. Und das ist das Gute. Denn wenn die Matschgedanken, diese Sorgen, diese Zweifel, diese Ängste stärker wären, dann wären wir schon alle tot, oder? Dann wären wir alle tot. Tot! Was wären wir? Wir wären alle tot.
Das heißt, nach den UGBs sende immer wirklich diese Gefühle aus für deine Fülle, für diese 10.000, 20.000 Euro, für das, was in deinem Monatsplan steht. Und trainier dich darin. Komm einfach früh um 6 mit in die Challenge. Komm mit in die 8 Uhr oder 20 Uhr Challenge. Denn da zeige ich dir immer wieder, wie das geht. Damit du auch diese lichtvollen Gedanken trainierst und einfach im Bewusstsein und im Unterbewusstsein dich dazu trainierst. Und alle, die jetzt diesen Jahresplan haben, das ist gerade wieder der Kopf. Vergiss Scheiß auf den Jahresplan, du kriegst ihn dann noch. Es geht jetzt hier wirklich mehr ums Gefühl. Du musst nur wissen, was du monatlich willst und was du jede Woche zur gleichen Zeit machst. Dazu musst du doch jetzt nicht im Kalender jede Woche eintragen, Webinar, 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 oder? Du musst es jetzt nur wissen. Ich mache jede Woche ein Webinar. Punkt. Immer Mittwoch, 20 Uhr. Punkt. Falls ich im Schichtdienst bin, habe ich eine Herausforderung. Oh, scheiße. Schnell lichtvolle Gedanken denken. Ah, ich bin im Schichtdienst. Ich sende lichtvolle Gedanken aus, wer oder was und wie muss ich sein, dass ich jede Woche mein Webinar schaffe. Vielleicht kann ich ja mit meiner Chefin reden, dass ich einmal die Woche immer einen bestimmten Dienst habe an diesem einen Tag und mache dann dort immer mein Webinar. Und das ist die Macht der Wiederholung. So gehst du ins Unterbewusstsein für dich. Auch wenn du jede Woche Mittwoch 20 Uhr dein Webinar hast, dann trainierst du eben auch dein Unterbewusstsein. Und bei wem von euch macht es da jetzt nochmal Klick, dass das, was du tust, in diesem Mindset, was du für andere tust, dass du das auch für dich tust? Das heißt, wenn das erste Webinar scheiße ist, ja mein Gott, dann freu dich doch, dass es scheiße ist. Hauptsache, du hast es gemacht, weil du trainierst dich doch damit. Du trainierst dich, dass du in der Leichtigkeit das nächste Webinar machst und dass du beim nächsten Webinar auch Wörter benutzt wie Scheiße und Matschgedanken und Kacke, dass du so richtig in deiner Freude bist. Ja, ich liebe das. Und da kriege ich Energie. Früher hatte ich das auch nicht. Ich weiß noch meinen ersten Workshop. Ich war um 16 Uhr tot und er ging noch bis 18 Uhr und ich musste noch stehen und aushalten. Das war in Moosinning. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei war. Das war mein erster Workshop. Da war ich noch völlig durch das Angestellten-Dasein, durch das viele Sitzen, völlig ohne Energie. Aber ich stand da und ich gab alles, alles, alles und hatte Kopfschmerzen am Ende und war fix und fertig, weil ich da eben auch noch eine Schreibmaschine war. Da wollte ich alles richtig machen. Da hatte ich PowerPoints, da hatte ich Sachen, da hatte ich alles vorbereitet. Selbst bei der Meditation war ich angestrengt, weil ich auch diese Meditation in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Stimmlage und Höhe und Tiefe und Lautstärke sprechen wollte. Aber das brauchen wir nicht. Wir müssen Attacke machen. Genau, Attacke. Und dann wirst du in dem, was du tust, immer besser. Kommst immer mehr in die Energie. Das Leben wird immer geiler. Und je geiler du bist, umso mehr buchen die. Deswegen mach Attacke. Die buchen dich nicht, weil du exakt sprichst, weil du Perfektion bist und ganz akkurat bist. Das bucht keine Sau mehr. Das wollen die nicht. Die wollen diese Problemlösung in einer geilen Energie. Die wollen Spaß. Die wollen was? Die wollen Spaß. Die wollen Unterhaltung. Deswegen muss dein Webinar zu 50% scheiße sein. Es muss was? Es muss 50% wirklich scheiße sein. So richtig scheiße. Da müssen Fehler passieren. Da muss was runterfallen. Da muss alles mal zusammenbrechen, damit du wieder sagen kannst, ja, da bin ich wieder. Ich mache das heute zum 10. Mal und ich habe wieder aus Versehen euch rausgeschmissen, als ich gerade auf YouTube das Lied anmachen wollte. Aber lasst uns jetzt tanzen zum Song XY. Versteht ihr, was ich meine? Je lustiger das ist, je mehr Scheiße passiert,
je mehr du die Menschen, ja, in die Freude da auch bringst und nicht die ganze Zeit dann dort über das Problem sprichst, werden sie am Ende buchen. Weil sie wollen ja raus. Und das ist diese Transformation, wie ich sie jetzt am Anfang schon sagte, für euch alle ist es wahrscheinlich noch das wichtigste Problem, dass ihr lernt, über das Problem zu sprechen und euch dabei aber geil fühlt, gut fühlt, klasse fühlt. Schreib mal rein, wie willst du dich fühlen ab heute, wenn du über die Probleme sprichst? Ich habe irgendwann gesagt, ich will über eben Mangel sprechen, über Toastbrot mit Leberwurst, über scheiß Trennung und allein sein und sich schlecht fühlen, aber ich will mich dabei geil fühlen. Ich will sagen, ja, es war scheiße. Ich habe geheult. Ich musste ausziehen. Ich musste mein schönes Haus verlassen. Ja, das war wirklich kacke. Aber wenn ich das so sage, fühle ich mich geil. Weil ich weiß, ich habe es geschafft. Und das fühlen die Menschen. Die fühlen dann, ja. Und da muss ich das noch nicht mal für alle, die jetzt noch nicht sagen, ich habe es aber noch nicht 100% gelöst. Leute, als ich angefangen habe, hatte ich es auch noch nicht 100% gelöst. Aber ich hatte den Glauben an mich, dass ich es schaffe. Und alleine der Glaube reicht. Du musst nur an dich glauben, dich auch auf den Weg machen. Und dann bist du sozusagen das Projekt. Alle, die es noch nicht gelöst haben, schreiben rein, ich bin das Fallbeispiel, das Projekt, ich bin der Lebensbeweis, ich bin der Lebensbeweis, ich bin das lebende Projekt. Und dadurch, dass dieser Erfolg wirklich unvermeidbar ist, wenn du jede Woche das Gleiche machst, bei wem von euch macht's da jetzt nochmal Klick? Weil wenn du das jede Woche machst, wirst du doch jede Woche automatisch besser. Für dich als Experte, für dich in deinem Leben, für dich, um an dich zu glauben und um diese Community aufzubauen. Du lernst also selber immer besser zu werden. Du kriegst immer mehr Community und stell dir mal vor, nach 4 Wochen, nach 5 Wochen, da kauft da irgend so eine Pappnase. Weil irgend so eine Pappnase sich so scheiße fühlt, so beschissen, so alleine, so einsam, und dich wahrnimmt in deiner Liebe, in deiner Leidenschaft und sagt, oh, jetzt schaue ich der schon 4-mal zu. Ich vertraue ihr, ich buche. Ja, und genau das ist auch bei mir passiert. Meine erste Buchung, 3.500 Euro. Ich war damals noch festangestellt. Das war also an einem Tag mehr als in einem Monat. Ich saß in der Sonne am Pool. Meine erste Kundin war die Dagmar. Und ich liebe sie heute noch dafür, weil dadurch habe ich an mich geglaubt, dass es geht. Ich habe vorher auch noch nicht so richtig an mich geglaubt, aber ich hatte Bock. Ich hatte was? Ich hatte Bock. Ich hatte Bock zu wissen, ob ich es schaffe. Ob jemand zu mir Ja sagt und mir einfach 3.500 Euro gibt, dass sie bei mir lernt, wie sie Kunden gewinnt. Und das war die liebe Dagmar. Und die Dagmar war ein Coach für Führungskräfte. Und ich saß im Pool mit den Beinen im kalten Wasser und habe 3 Tage nur gestaunt und mich beim Universum bedankt. Habe gesagt, UGBs, danke. UGBs, es hat geklappt. Universelle Geschäftsbedingungen. Ich glaube jetzt an euch. Ich mache jetzt weiter. Auch ich habe dann geglaubt, an dieses und diese universellen Gesetze und habe dann weiter daran gearbeitet und habe dann gesagt, okay, wenn 3,5 geht, geht auch 10, wahr oder wahr? Und dann hat der erste Kunde 10.000 bezahlt. Und wenn 10 geht, geht auch 20, dann hat der erste Kunde 20.000 bezahlt. Das geht, aber das geht nur, weil ich gewachsen bin. Ich bin gewachsen. Und ich habe auch mal angefangen mit 500 Euro oder mit 19 Euro. Ja, wie, es ist egal, Hauptsache du fängst an. Und für wen von euch war das jetzt bis hierhin schon wertvoll und der sagt, die 39 Euro, die ich jetzt alleine für diese Information bezahlt habe, die ist schon mega. Und wie viele von euch würden sagen, diese Information ist auch schon 799 Euro wert? Also das, was die Anne da rausgegeben hat,
diesen Wert, der ist wirklich echt, das ist wirklich 799 Euro wert oder sogar noch mehr. Und ich danke allen, die mitmachen. Ich danke euch, dass ihr mir was zurückgebt, denn das ist diese Energie, die ich jetzt von euch bekomme. Und bei wem von euch macht's da Klick? Ich sitze nicht hier und gebe jetzt wie eine Bekloppte euch Wissen raus, sondern ich bekomme jetzt von euch was zurück. Das muss ich aber initiieren, versteht ihr? Das konnte ich am Anfang nicht. In meinen ersten Workshops stand ich da und habe nur gegeben, gegeben und gegeben. Und ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und das und das. Und da kam nichts zurück. Und deswegen war ich da um 16 Uhr tot. Ich war tot. Der Workshop fing 10 Uhr an und ich war 16 Uhr tot. Ich stand wirklich nur noch da, habe gesprochen und als der 18 Uhr zu Ende war, habe ich mich hingelegt im Tagungsraum. Ich musste liegen, weil ich nur gegeben habe. Und das weiß ich, passiert euch nicht, weil ich es euch jetzt so sage, wie ich es fühle. Und das fühlt ihr, wahr oder wahr? Ihr fühlt, dass ich euch das jetzt nicht sage aus einem Buch, aus einem Scheißbuch, weil Wissen und Bücher sind Scheiße. Weil ich es jetzt vorerlebt habe, kann ich euch mitteilen, wie es sich angefühlt hat und euch jetzt im Unterbewusstsein erreichen. Ja, das erreicht jetzt dein Unterbewusstsein, dass du es dir auch erlaubst, in deinen Webinaren immer zu fragen: Hey, wo kommt ihr her? Schreibt mal rein, wo ihr herkommt. Oder ist das, was ich euch sage, wertvoll? Dann schreibt mal ja. Und dann schreiben die ja. Und wenn du nur fünf Menschen hast, schreiben fünf Menschen ja. Aber das fühlst du. Und du fühlst dich in dem Moment wundervoll. Ja, ich fühle mich jetzt eben so geil, wie ich mich geil fühlen wollte. Ich musste es mir aber erst erlauben. Ich musste erst entscheiden, ich will über Probleme sprechen. Wie scheiße es ist, wenn man als Coach kein Geld hat, dass das frustriert, dass man irgendwann aufgibt. Aber ich will mich dabei gut fühlen. Und das ist jetzt Realität. Bevor es aber für mich real wurde, musste ich 2018 mich dafür entscheiden. Ich musste mich entscheiden für das neue Mindset. Ich musste mich entscheiden für Leichtigkeit. Musste mich entscheiden für diesen Spaß oder für dieses transformatorische Vokabular. Ich musste mich entscheiden für vielleicht auch mal für ein paar Rückschläge oder dass ich auch ein paar Menschen angenommen habe, denen ich geholfen habe, die mitten im Coaching nicht durchgehalten haben und die gegangen sind, die ich aber habe auch gehen lassen. Und auch damit zu lernen, umzugehen, dass es nichts mit Schuld zu tun hat, sondern dass für diesen Mensch vielleicht das Vertrauen oder sein eigenes Vertrauen noch nicht hoch genug war. Und somit kann dieser Mensch wieder gehen und kann weiterschauen. Auch das sind Wege, die passieren und da darfst du nicht in die Frustration fallen. Ja, dass ihr auch wisst, du kannst nicht jedem helfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du bei der Sichtbarkeit schon ansetzt und schon bei der Sichtbarkeit alles ansprichst, was du von deinen Leuten brauchst. Dass du schon sagst, ich kann nur denen helfen, die mit meiner Art und Weise zurechtkommen. Ich kann nur denen helfen, die wissen, dass es ein Bewusstsein und Unterbewusstsein gibt. Ich kann niemandem helfen, der nur einen Scheißplan will. Und deswegen sage ich das auch so gerne, weil die Menschen, die von mir jetzt einen Scheißplan erwarten, denen kann ich nicht helfen. Weil die werden nicht in ihre Energie gehen und die werden nicht rausgehen und einfach Spaß haben. Weil diese Fünfstelligkeit, die ist so einfach, die ist wirklich so beschissen einfach. Aber es glaubt keiner, es glaubt keiner, es erlaubt sich keiner. Und deswegen spreche ich das hier eben so an, dass ihr euch es erlaubt und sagt, okay. Wenn die Anne das als alleinerziehende Mama gesagt hat, die musste ja auch ihre Miete bezahlen, ihre Krankenkasse, ich musste alles selber bezahlen. Ich hatte wirklich Existenzängste, Monat für Monat. Und deswegen musste ich mich damit beschäftigen und habe gesagt, ich will es jetzt leicht haben. Und genau das ist, da gibt es noch eine Coach-Falle, weil ich das gerade lese.
Klar ist es schön, wenn du Menschen hilfst. Aber um ein Kundenmagnet zu werden, musst du wirklich wegkommen von diesem Gefühl, ich will den anderen helfen. Denn das ist noch Mangel. Das versteht der Verstand nicht. Du darfst wirklich bei dir sein und sagen, ich will mich jetzt auf den Weg machen. Ich bin die Nummer eins. Ich will das Beispiel sein, was es schafft. Denn es liegt in meiner Scheißverantwortung, dass ich jetzt erfolgreich werde, dass ich jetzt die Millionen ranhole oder eben erst mal 10.000. Das liegt in meiner Verantwortung. Und klar helfe ich Menschen, aber in erster Linie hole ich mich jetzt raus. Erlaub es dir bitte, dich an die Nummer eins zu stellen und geh jetzt weg davon, dass du anderen helfen willst. Sondern dass du jetzt die Nummer eins bist, schreib mal in die Chat-Funktion, ich bin die Nummer eins. Und es geht darum, genau, vergiss das Unterstützen. Es geht jetzt um dich. Ich bin die Nummer eins. Es ist deine Scheißverantwortung, dich finanziell frei zu machen. Und es ist deine Verantwortung, weil du damit das Kollektiv beeinflusst. Denn wir arbeiten alle mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein. In dem Moment, wo du dich jetzt freischaufelst, hilfst du schon durch das Unterbewusstsein tausend anderen. Bei wem von euch macht's Klick? Es ist wichtiger, dass du dich freischaufelst, als dass du 100 Menschen hilfst. Wenn du nur 100 Menschen hilfst, hilfst du nur 100. Wenn du aber dich rettest und bei dir alles löst, deine Scheiß-Mangelthemen klärst, um dich in die Fülle bringst, um dich befreist, befreist du damit im Kollektivbewusstsein mehr als tausend andere. Wir heben gemeinsam gerade das Bewusstsein an. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass wir fünf helfen und damit 10.000 Euro im Monat haben. Es geht darum, dass ihr es euch erlaubt, in die Fülle zu gehen. Und so vielen Menschen zu helfen, wie das Universum dich jetzt zuscheißen wird. Das Universum scheißt dich zu, wenn du bereit bist und sagst, ich öffne die Tore, gib sie mir alle, ich bin jetzt bereit für die Größe, ich bin bereit, allen zu zeigen, dass es mir gut geht. Es geht hier nicht um klein, klein. Es geht hier darum, wirklich groß zu gehen und auch allen zu zeigen, dass du ein Auto hast. Dass du etwas hast, dass bei dir was passiert, ohne anzugeben, ja, sondern einfach zu zeigen, hey, ich hab's geschafft. Ich bin die Nummer eins. Und umso mehr verändern wir das Bewusstsein und das Universum, so dass wir hier wirklich Transformation machen. Und zwar im Kollektiv. Und das ist das, was die Menschheit jetzt so sehr braucht, wahr oder wahr? Und das ist die Verantwortung, die du hast. Es liegt in deiner Verantwortung, finanziell frei zu werden. Es liegt in deiner Verantwortung, das für dich hier zu schaffen. Dafür bist du hier. Wir sind doch nicht hier, um klein, klein zu sein. Wir sind doch nicht hier, um in Scheiß-Existenzängsten zu sitzen. Wir sind doch nicht hier, um jetzt in irgendein Land zu ziehen, nur weil dort die Steuer billiger ist. Das ist doch scheiße. Wir sind doch hier, um, dass das Universum uns zuscheißt. Dass wir zum Leben Ja sagen und sagen, hey, das ist alle, bitte Nachschub. Wenn das Universum funktioniert wie damals bei mir im Hotel, das Buffet, könnt ihr euch erinnern, wenn ihr irgendwo im Buffet seid, dass ihr, wenn der Kuchen oder die Butter alle wird, dass hinten in der Küche schon das nächste Tablett fertig steht. Wenn du also dich jetzt bedienst und wieder das letzte Stück Kuchen vom Buffet nimmst, dann kannst du dir im Hotel schon sicher sein, dass der Kellner das sieht und der Chefkoch sofort das nächste Tablett nachliefert, wahr oder wahr? Meistens kommt der sogar schon, bevor das letzte Kuchenstück alle ist und baut dieses letzte Kuchenstück auf das neue Tablett schon drauf, wahr oder wahr? Und genauso funktioniert das Universum. Das nennt man so ein bisschen so wie das Money Mindset. Die meisten Menschen laufen eben auch da leider mit der Schreibmaschine noch rum und denken, wenn ich jetzt die letzten
5000 Euro auf dem Konto habe, muss ich die beschützen. Die darf ich nicht anfassen. Das ist wie das letzte Kuchenstück. Aber so funktioniert das nicht. So bist du im Mangel. Du musst das wirklich auch erlauben, da wieder in etwas zu investieren und dass das Universum sagen kann, ah, alles klar, die braucht Nachschub, dann kriegt die jetzt wieder Kunden. Du brauchst aber eine Vision und ein Ziel. So funktioniert das Geldsystem, dass du das nicht da sitzt und beschützt und sparst. Das ist leider das konditionierte Mindset. Wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und erst wenn wir dann 20.000 Euro haben, können wir dies und das machen. Das darfst du wirklich loslassen. Du darfst auf das Leben zugehen. Dann wird das Leben auch dich belohnen. Das ist wie der Kellner im Hotel, der einfach Nachschub liefert. Und das, ihr Lieben, ist auch für mich eines der größten Herausforderungen gewesen. Wer kann sich das vorstellen? Als alleinerziehende Mama war es für mich auch schwer, damals meine Versicherung zu kündigen und damals in mein erstes Online-Coaching-Programm zu investieren, wo ich das gelernt habe. Aber da aus diesem Programm kam meine erste Kundin, die Dagmar. Die kam direkt aus dem Coaching-Programm. Die hätte ich vorher nicht kennengelernt. Ich habe irgendwann beschlossen, immer wenn ich jetzt heute ein Coaching oder ein Mentoring oder irgendwas buche, kriege ich direkt aus diesem Menschenkreis meine Kunden. Also diesen Preis, den ich zahle, den habe ich schon innerhalb des Coachings oder des Programms zurück. Und das hat bei mir auch jetzt immer funktioniert. Immer, weil ich das einfach dem Universum immer jetzt bestellt habe. Und so kannst du auch bestellen, alles, was ich investiere, kommt hundertfach zurück. Das habe ich dann irgendwann als nächstes bestellt. So wie ich eben denke, mit diesem Mindset, mit dem ich vorangehe, so verändert sich meine Welt. Und so wie ich jetzt darüber spreche, verändert sich jetzt auch gerade bei dir was. Und so kannst du es dir auch erlauben, in Zukunft mehr zu investieren oder in, Hermann Scherer hat mal gesagt, in Rechnungen zu denken. Also er hat immer erst bezahlt, eine Riesenhalle, war Kosten 2 Millionen, hatte er nicht. Und dann hat sich sein System in Bewegung gesetzt und dann hat er diese 2 Millionen kreiert. Er hat aber eben erst entschieden, ich mache jetzt einen Riesenkongress, ich buche eine Riesenhalle. Und das macht nicht der Hermann Scherer so, das machen alle erfolgreichen Menschen so. Die gehen wirklich erst voran mit der Entscheidung und dann arbeitet es in dir, weil du eine andere Person bist und dann wächst du weiter. Alles, was du jetzt noch brauchst, um in deinem Webinar zu monetarisieren, ich schreibe jetzt nochmal in die Chatfunktion monetarisieren, weil wir wollen ja monetarisieren, sind am Ende 3 Angebote. 3 Angebote. Also eigentlich brauchst du auch nur 1. Aber ich weiß, dass viele sich das nicht erlauben mit nur einem. Deswegen machen wir heute mal 3. Und dazu gehe ich jetzt mal kurz auf mein Whiteboard. Du brauchst also 3 Angebote. Du brauchst als erstes ein niedrigpreisiges Angebot. Das könnten zum Beispiel sein 19 Euro. Vielleicht so ähnlich wie dein Webinar, was du gerade gemacht hast, was 1 Stunde kostenfrei ist, bietest du an, wer mit mir weitergehen will, kann das für 19 Euro buchen. Am Wochenende nehme ich mir 2 Stunden Zeit, also ein 2-Stunden-Webinar. Und jetzt schreibt ihr einfach mal in die Chat-Funktion, was der Preis sein könnte für dein erstes niedrigpreisiges Angebot. Das kann also einfach ein 2-Stunden- oder 3-Stunden-Webinar sein. Oder sogar eine Workshop-Reihe von 3 Tagen, jeweils 1 Stunde. Wie du das machst, ist egal. Und ich sehe einfach mal die Preise. Sehr gut. Und erlaub dir auch hier, nicht wirklich ein niedrigpreisiges zu nehmen, weil hier sind wir noch nicht im Verdienen. Deswegen schreibe ich das rot.
Hier sind wir noch im Community-Aufbau. Jetzt kommt dann die Phase 2, das zweite Angebot. Da kommst du schon ein bisschen ins Verdienen. Da könntest du dir mal überlegen, was könntest du für ein Angebot haben, was noch nicht so hochpreisig ist. Das könnten vielleicht dein 3-Monats-Paket sein oder ein Gruppencoaching. Und dann schreib mal den Preis hier rein. Ich mache jetzt mal einfach 6.000 Euro. Und das könnte zum Beispiel ein Gruppencoaching sein. Eine Gruppe. So, und jetzt kommt das dritte. Hier wird's jetzt spannend. Das ist jetzt dein hochpreisiges Paket. Zum Beispiel dein Jahrespaket. Das könnten dann vielleicht, machen wir 9.000 oder auch 9.000. Ich gehe euch mal voran. Ich mache 19.000. Dass ihr es euch auch erlaubt. Das wäre jetzt ein Jahr Einzelbegleitung, Einzelcoaching. Wirklich 365 Tage für die Person da zu sein. Immer erreichbar zu sein. Richtig zu begleiten, dass sie es wirklich schafft. Sehr gut, ich sehe es, lauter gute Zahlen. Und hier mache ich mal einen Strich. Denn hier oben bist du noch sozusagen im Community-Aufbau. Hier lädst du die Leute noch ein. Wenn du zum Beispiel deine kostenfreie Challenge machst, lädst du sie dann erstmal ein. Für die, die wirklich den nächsten Schritt gehen wollen, können das ja für 19 Euro buchen. Damit du jetzt erstmal die aus der Challenge die Menschen filterst, die bereit sind, in sich zu investieren. Ja, hier kommen jetzt also lauter Menschen dann erstmal raus, die wirklich ein Problem haben, die das auch lösen wollen. Und die schauen dir jetzt in deinem 2-Stunden-Webinar zu. Die wollen also eine Lösung. Sie lernen dich jetzt also hier kennen mit deiner Lösung für nur 19 Euro. Bei wem von euch macht's da Klick, dass man hier einfach sowas vorsetzt, dass hier jetzt wirklich die Menschen reinkommen, die überhaupt an der Lösung orientiert interessiert sind? Weil die anderen in der Challenge, die glauben vielleicht noch nicht an sich, die wollen eigentlich auch die Lösung, aber die sind eben noch nicht so weit. Es ist eben nicht jeder so weit. Ja, davor machen wir quasi noch die Challenge. Die Challenge ist Spaß und Freude oder das Webinar. Ich nenne es jetzt einfach mal, weil es bei mir eine Challenge ist. Das kann auch das Webinar sein. Das ist auf jeden Fall die kostenfreie Sache. Es kann auch eine Laufgruppe sein oder ein Kochabend, aber es muss regelmäßig sein. Wichtig ist, dass das hier wirklich immer ist, regelmäßig. Also das hat in deinem Kalender einen wichtigen Platz. Das ist zum Beispiel immer Montag. So, und dann sortierst du die Menschen aus, indem du dann hier am Montag einlädst in das 19-Euro-Webinar. Das kann einmal im Monat sein oder alle 2 Wochen. Das muss nicht jede Woche sein. Sagen wir mal, das hier ist jetzt einmal im Monat. Und auf dieses 2-Stunden-Webinar oder diesen Workshop bereitest du dich aber richtig vor und machst am Ende dein Angebot, nämlich diese 2. Das für 6.000 Euro und das für 19.000 Euro. Oder nur 1. 1 geht auch. Weil da können die Menschen dich jetzt kennenlernen, da erzählst du ihnen deinen Weg, gibst ihnen schon ein bisschen die Struktur vor, wie der Weg geht und erklärst ihnen, dass es mit diesen 2 Stunden leider nicht reicht, ein ganzes Leben zu verändern. Das versteht ja jeder. Und für wen von euch ist das
auch einfach darzustellen oder nachzumachen, es mir einfach nachzumachen, diesen Weg zu gehen. Einfach sichtbar zu sein, in eine Art Webinar oder Challenge einzuladen, dann immer was anzubieten, was nicht so teuer ist, was sich jeder leisten kann, damit sich jetzt erstmal die Menschen unterscheiden von denen, die schon so weit sind, die schon in sich investieren. Und die sind dann auch in dein Webinar mit einer viel höheren Aufmerksamkeit dabei. Und dann machst du am Ende dein Angebot und da werden auch im Schnitt 5%, 5-10% buchen am Anfang. Später, wenn du immer besser wirst und du machst es ja dann jeden Monat und dadurch bist du immer mehr an deiner Energie und deiner Freude, dann buchen irgendwann auch 30%. Und das möchte ich euch jetzt nur erzählen, dass ihr seht, es funktioniert nicht immer, aber du musst immer nur dranbleiben und dieses System nur immer wieder füttern, nämlich dich, und sagen, ich bin die Nummer eins, ich gehe jetzt immer raus, ich spreche jetzt immer über meine Challenge, dann lade ich immer ein in das Webinar und dann mache ich am Ende immer mein Angebot und ich werde immer geiler, immer geiler, immer geiler, ich fühle mich immer wohler und ich präsentiere auch meine Angebote immer cooler, sodass immer mehr Menschen Ja sagen. Wenn du das einmal unterbrichst, diese Kette, und mal 3 Monate nichts machst, was glaubst du, was dann passiert? Dann geht deine Energie wieder runter und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist wie beim Fitnesstraining, das ist wie bei der Ernährung, das ist wie mit Schokolade essen. Wenn ich immer, immer, immer Schokolade esse, werde ich immer gleichmäßig dick. Wenn ich immer, immer meinen Körper trainiere, behalte ich immer die gleichmäßige Fitness, wahr oder wahr? Ich kann vielleicht mal eine Woche ausfallen lassen wegen Urlaub oder Krankheit, aber dann gehe ich direkt wieder rein. Und auch das musst du hier nur tun. Das macht deinen Erfolg wirklich unvermeidbar. Glaube es mir. Und dieser Spruch, Energie gewinnt, der ist wirklich wahr, aber ich wusste lange nicht, was das für mich jetzt bedeutet, wie komme ich denn in die Energie? Wie kriege ich sie denn, dass ich auch verkaufe, dass ich auch sichtbar bin, dass ich auch Spaß habe, dass ich nicht ablesen muss, dass ich nicht was auswendig lernen muss? Ich habe in der Schule schon auswendig lernen gehasst. Ich werde jetzt doch nicht, wo ich jetzt ein Online-Business habe und mich einfach geil fühlen will, Sachen auswendig lernen. Bei wem von euch macht's da Klick, dass du das einfach nur wirklich jetzt anwenden muss. Das ist ein System. Das ist wie ein System, was dann einfach funktioniert. Aber du musst wirklich anfangen und du darfst niemals, nie aufhören. Und du musst dich selbst immer beobachten und immer fragen auf einer Skala von 1-10. Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich früh bei meiner Ausrichtung? Wie fühle ich mich, wenn ich live gehe? Wie fühle ich mich, wenn ich eine Story mache? Wie fühle ich mich, wenn ich meine kostenfreie Challenge mache? Wie fühle ich mich, wenn ich mein erstes Webinar mache, wo ich am Ende mein Angebot mache? Und wenn du immer auf einer Skala von 1-10 diese Gefühlswelt abcheckst, was glaubst du, was dann passiert? Dann wirst du da auch immer besser, weil du dich beobachtest, weil du wahrnimmst, scheiße, ich habe Angst, scheiße, ich bin unsicher, scheiße, ich erzähle nur scheiße, weil ich mich nicht vorbereitet habe, oder scheiße, ich bin irgendwie gerade weg, weil ich zu wenig geschlafen habe oder mich nicht richtig ernährt habe. Oder scheiße, ich habe keine Energie, um jetzt richtig mitzuhüpfen, weil ich doch nicht meinen Sport gemacht habe. Und dadurch wird das wirklich funktionieren. Vertrau mir, du musst es nur machen. Du musst es nur machen in dieser guten Energie, wo du selber einfach über dich selbst lachen musst. Wo du die ganze Zeit einfach nur lachst, weil du das, was du machst, selber lustig findest. Und somit kann das Universum nach den UGBs, und die UGBs, die wirken wirklich, sagen, wow, der Typ meint es wirklich ernst, die schütte ich jetzt zu mit Kunden. Die zieht wirklich durch, die nimmt die wirklich mit, der baue ich jetzt die Community auf. Und dann passiert was Lustiges, dann helfen dir auch deine ersten treuen Begleiter. Und deine ersten treuen Begleiter, so die ersten 5, 10, du wirst sie lieben. Du wirst diese Menschen lieben, so wie wir vorhin die Übung hatten.
Ich liebe alle Menschen. Und du liebst deine ersten Begleiter, weil du wirklich fühlst, die vertrauen an mich. Es hat geklappt. Und die bringen dir noch mehr und noch mehr. Und dann geht wirklich das Tor auf, dieses Universum. Und es scheißt dich zu, weil alle anderen bis dahin nicht kommen. Die meisten geben auf. Die meisten verstehen es leider noch nicht mal. Aber ich liebe sie trotzdem alle. Ich liebe alle Menschen. Und ich liebe alle, die das einfach machen. Und ich liebe jetzt jeden einzelnen von euch hier, der hier dabei ist, der mir jetzt auch so lange zuhört und einfach das umsetzen will. Und auch wenn es für dich noch nicht gelingt, vertraue dir, bleib einfach dran. Es wird irgendwann funktionieren. Vertraue mir. Du musst es nur tun. Für mich war damals mein Schmerz sehr groß, weil ich brauchte ja wirklich das Geld für Miete und alles. Und ich wollte aus meiner scheiß Festanstellung raus, weil ich mich unterbezahlt fühlte, schlecht, krank und keine Zeit für meine Kinder hatte. Und das hat mich am meisten berührt. Ja, das berührt mich jetzt noch. Ich bin diesen scheiß Weg für meine Kinder gegangen. Ich bin es nicht für mein Konto gegangen oder für meine Freizeit, für meine Hobbys, sondern für meine Kinder, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder sehen, wie ich mich da abracke, wie ich da Sonntag 12 Stunden Manager on Duty mache im Hotel und ganz wichtig im Anzug bin und meine Kinder alleine am Sonntag sitzen und ihre Buchvorstellung üben in der ersten und zweiten Klasse und keiner da war, der ihnen hilft. Und das fühlt ihr, das ist echt. Und das ist jetzt die Emotion. Und jetzt pass auf. Und jetzt kann ich genauso schnell in die Freude gehen und sagen, und deswegen stehe ich dafür auf und mache diese Challenge mit Sport, mit Spaß. Und die Evelyn war die Erste, die habe ich gestern persönlich kennengelernt. Und wir sind schon 38 Menschen, die jeden Morgen 6 Uhr Sport machen. Und das Leben verändert sich, weil du eine Entscheidung triffst, weil du sagst, ja, ich mache 6 Uhr Sport mit dieser verrückten Person. Ich trete dieser Community bei und ich lade noch andere Menschen ein. Und du wirst frei, du fühlst dich fit, die Beine werden wieder weich, der Bauch wird flach. Du sitzt länger am PC, die Menschen merken das. Dadurch buchen die Menschen dich mehr. Dadurch bekommst du das Feedback vom Außen zurück und auf einmal ist diese Transformation nicht mehr nur eine Geschichte, an die du glaubst, sondern sie ist echt passiert. Und du hast echtes Geld auf deinem echten Konto. Du hast ein echtes Geschäftskonto, einen echten Steuerberater, ein echtes DATEV-Programm. Es ist alles echt. Und das ist das Leben. Und dafür stehe ich. Um Menschen mitzunehmen, zu inspirieren und zu sagen, egal wie scheiße es auch ist, die Vergangenheit, die aktuelle Situation ist scheißegal. Wichtig ist nur dein Warum und dass du Bock hast, dass du willst, dass du wirklich raus willst, dass du in diese Größe willst, dass du dein Wohnzimmer verwandeln willst in eine riesen Workshop-Arena oder dass du dir dafür einen Tagungsraum buchst. Oder wenn du ein Technikfreak bist, dann die riesen Technik buchst und eine riesen Beschallung machst und dir Spaß machst dabei. Ich weiß, dass Männer das lieben, die richten sich dann Studios ein und das finde ich geil. Ich brauche das noch nicht, für mich ist das noch relativ alles klein und harmlos, aber ich finde es trotzdem geil. Und jetzt habt ihr mal erlebt diesen Wandel von dieser Emotion, denn das ist Inszenierung. Ja, ich habe gerade diese 2 Seiten inszeniert, wo ich auch mit dem Gefühl reingehe und ihr habt es sicher gefühlt, wirklich diese Traurigkeit, die war nicht gespielt, das war echt. Und das brauchst du, um am Ende von deinem Webinar auch zu verkaufen. Denn das ist die Energie, die die Menschen in die Handlung bringt. Dass auch du dich traust, von dieser schlimmsten Geschichte zu reden. Und wenn du dabei Rotz und Wasser heulst, das meine ich, wir brauchen kein Fachpersonal. Wir brauchen niemanden, der jetzt dasteht mit seinen 3 Paragraphen und sagt, unterschreiben Sie hier und ich mache das jetzt für Sie. Wir brauchen echte Menschen, die bereit sind zu heulen und zu sagen, das war scheiße, aber jetzt bin ich hier.
Und wenn du diesen Weg mit mir gehen willst, von diesem Punkt der Hölle zu diesem Punkt des Himmels, dann bist du bei mir richtig. Und das schaffst du am Ende von deinem Webinar, dass die Menschen dann von dir kaufen. Und ich habe so schöne Preise gesehen. Glaubst du, dass die Menschen nach deinem 2-Stunden-Webinar, wenn du auch deine Geschichte erzählst und sie wirklich fühlen können, warum es dir wichtig ist, Menschen zu helfen, dass sie gesund sind, dass sie in der Fülle sind, dass sie aus ihrem toxischen Beziehung rausgehen, glaubst du, dass am Ende, sagen wir mal, 2% kaufen? Mal so ganz vorsichtig, bei 10 Teilnehmern wären das 2 Kunden. Genau, schreib es einfach mal rein. Schreib auch rein, wenn du es nicht glaubst. Das ist nicht schlimm. Dann kommt der Glaube noch. Aber wenn du es jetzt schon glaubst, ist es natürlich geil. Und wenn du es noch nicht glauben kannst, ist nicht schlimm. Dann weißt du aber, wo du stehst, dass du an diesem Glauben eben einfach arbeitest. Ich konnte es mir am Anfang auch nicht glauben. Deswegen habe ich euch die Geschichte von Dagmar erzählt. Ich konnte es nicht glauben, dass jemand zu mir Ja sagt und glaubt, dass ich ihm helfen kann. Genau, und darum geht's. Und dieses System, was du dir aufbaust, das stellst du dir mal vor wie ein Baum. Wie ein Baum, wie der Wurzeln hat, wo zuerst die Wurzeln wachsen müssen, die man nicht sehen kann, damit dieser Baum stabil ist. Und ich lade dich jetzt nochmal ein. Das ist jetzt die wichtigste und tiefste Transformation aus diesem Workshop, die wirklich alle Menschen, die sie mitgemacht haben, in diese Freiheit gebracht haben. Und ich lade dich ein, diese Transformation jetzt live richtig mitzumachen, weil sie live nochmal viel wirkungsvoller ist als später, wenn du sie alleine machst oder als Aufzeichnung siehst. Und ich lade dich ein, wirklich dich jetzt hinzusetzen, die Augen zu schließen, einfach mal ruhig zu atmen und dieses System, was du dir jetzt überlegt hast, zu manifestieren, in dein Bewusstsein zu holen und auch in dein Unterbewusstsein so zu integrieren, dass es einfach drin ist. Dann hast du es später leichter und kannst einfacher Attacke machen. Weil dann glaubst du nicht nur an dich, sondern dann bist du es. Du bist es. Und ich lade dich ein, ruhig zu atmen, dich wieder mit diesem Herzraum zu verbinden, mit der Liebe in deinem Herzen, mit der Liebe, die du im Außen fühlst, all diese Liebe in dir wahrzunehmen und wirklich zu fühlen, ich liebe mich. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Ich stehe einfach da, wo ich bin. Ich liebe mich. Und bleib jetzt nur in der Liebe. Ich habe meine Fähigkeiten und ich gehe damit raus. Und dann stellst du dir jetzt mal vor, du als erwachtes Bewusstsein bist ja mehr als dein Körper. In Wahrheit bist du unendlich groß. Und erlaub dir mal, dich jetzt über deinen Körper hinaus auszudehnen. Dazu kannst du erst dein Unterbewusstsein anordnen. Fahr mal alle Barrieren runter. Lass mal alle Barrieren runter. All das, was du in deinem Leben aufgebaut hast, um zu funktionieren, um dich zu schützen. Lass mal alle Barrieren erstmal runter. Fühl mal, wie leichter das schon gleich wieder ist, wie frei du bist, wenn du alles runterlässt, wo du dich schützen wolltest, schützen musstest. Das brauchst du jetzt in den nächsten 5 Minuten nicht. Mach dir mal das Geschenk und lass all diese Mauern runter. Lass diese Schwere runter. Und dann dehnst du dich mal in alle Richtungen wie eine Kugel aus. Du stellst dir einfach vor, als in deinem Bewusstsein dehnst du dich aus und du wirst größer und größer
auf 5 Meter in alle Richtungen, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, zur Seite, wie eine Kugel. 10 Meter in alle Richtungen. Und du wirst größer als dein Raum, als dein Haus, dehnst dich weiter aus, wirst größer als deine Stadt, dehnst dich weiter aus und wirst größer als das Land, größer als der Kontinent. Und du verlässt auch langsam in deinen Größen, in deinem Bewusstsein die Erde, gehst am Mond vorbei, wirst so groß wie unser Sonnensystem, wirst immer größer, dehnst dich immer weiter aus, machst dich unendlich groß. In deinem Bewusstsein bist du unendlich groß. Und nach unten über die Füße lässt du in die Erde Wurzeln wachsen und verwurzelst dich einfach mit der Erde, mit der Materie. Denn auch du bestehst letzten Endes nur aus diesen Stoffen, aus dieser Materie. Und so bist du gerade alles. Alles ist in dir. Du bist alles und nichts. Du bist alles und nichts. Und es ist ganz leicht. Es ist alles da. Und jetzt schaust du mal in diesem Bewusstsein von oben auf die Erde. Suchst dir vielleicht irgendwie eine Stelle auf der Erde aus und siehst die Menschen, wie sie sich quälen. Siehst sie für deine Positionierung in in diesen Problemen. Und sie wissen es einfach nicht. Sie geben ihr Bestes. Sie wissen es einfach nicht. Und du siehst, wie sie sich quälen und du hast das Wissen, um ihnen helfen zu können. Und deswegen siehst du gerade, wie du auf der Erde stehst und wie diese Person auf der Erde, die du gerade bist, ihr Handy in die Hand nimmt und jetzt ganz liebevoll eine Story macht, vielleicht 30 Sekunden was spricht oder einen Beitrag postet und einfach sichtbar wird. Diese Person da unten auf der Erde hat die Werkzeuge und wird sichtbar, nutzt die Tools. Entscheidet sich für eins, vielleicht Instagram oder Facebook und fängt erstmal nur mit einer Sache an. Aber mach dies mit voller Liebe. Und du siehst, wie du da unten auf der Erde jetzt wirkst, wie du deine Berufung lebst, wie du das lebst, für das du da auf der Erde gelandet bist und wie du Spaß hast und in der Freude bist und es liebst, dort reinzusprechen und dich zu zeigen. Und du siehst, wie immer mehr Menschen auch an deinen Beiträgen hängen und dir folgen und dich gut finden und es toll finden, wie du das kommunizierst, wie du das sagst, wie du das ansprichst, wie du halt bist, so wie du bist. Und du fühlst dich so gut, weil du musst dich nicht verbiegen und du bekommst Komplimente, du bekommst Likes und Herzchen und ja, Kommentare und du freust dich einfach und du wächst mehr und mehr. Und du fühlst jetzt auch, wie du wie ein Baum dadurch die ersten Samen setzt. Und du fühlst, wie du einen Samen in die Erde setzt. Und dieser Samen wird jetzt immer weiter gegossen und gegossen durch die Sichtbarkeit. Die Nahrung für diesen Samen, für dein System, ist einfach nur Sichtbarkeit. Immer wieder was zu posten, immer wieder rauszugehen. In dieser Liebe, in diesem Gefühl. Das heißt, du machst tägliche Übungen, um in diesem Gefühl sichtbar zu sein. Nicht aus dem Mangel, nicht aus dem, ich muss noch schnell ein Video, sondern wirklich, ich will jetzt darüber reden und diesen Menschen helfen. Und somit wird dein Samen immer mehr versorgt. Er bekommt seine Stoffe, er ist in einem guten Umfeld,
wo auch andere sind. Er kann richtig gut wachsen, bekommt Wasser und Nährstoffe. Und auch du sorgst für dich und für deinen Körper. Du ernährst dich gut, du bewegst dich gut, du pflegst dich, du schaust auf dich. Du arbeitest nicht nur aus dem Kopf. Denn machen wir uns noch bewusst, der Verstand kann dich dabei null unterstützen. Wirklich null. Denn der Verstand ist begrenzt und hat nur das Wissen aus der Vergangenheit. Du erlaubst dir also, dem Verstand liebevoll an die Hand zu nehmen und zu sagen, lass mich mal jetzt machen, ich glaube an mich. Lass mich mal meine Berufung leben, mein Herz. Ich zeig dir, wie das geht. Dann kannst du auch als Verstand mitwachsen und mich dann auch wieder unterstützen, wenn ich dich brauche für Excel-Tabellen und Co. Aber diese Berufung, die lebe ich jetzt aus meinem Herzen. Und ich gehe live und ich lade ein in mein Webinar. Und dann siehst du, wie die Person da unten ihr Webinar hält. Und wie durch die Sichtbarkeit wirklich die ersten 10 Menschen zuschauen. Und du siehst, wie die Person da unten in dieser Leichtigkeit, Freude, die sich einfach geil fühlt und auch Wörter benutzt und spricht und einfach Spaß hat. Und am Ende lädt diese Person ein zu diesem ersten kleinen Angebot. Und weil das so günstig ist, sagt die Hälfte ja. Die Hälfte sagt ja und du siehst, wie die Hälfte mit dir weitergeht, wie die Hälfte wirklich dieses Problem lösen will und du freust dich und sagst, wow, es klappt, 5 kommen. Und dann lädst du weiter ein und du lädst weiter ein, du gehst weiter live und sagst, wow, jetzt mache ich wieder die nächste Challenge, das nächste kostenfreie und lad wieder ein zu dem nächsten ersten Angebot. Und jetzt siehst du, wie die Person da unten ihr erstes bezahltes Online-Webinar hält oder Online-Workshop. Und du siehst dich, wie du da sprichst und alles gibst und wieder Spaß hast und wieder 50% für Unterhaltung sorgst. Und du siehst, wie du da unten jetzt am Ende deine Geschichte erzählst und dein Angebot präsentierst. Und aus diesen Teilnehmern sagen 10% oder sagen wir 5%, ja, 5%, ich gehe mit dir weiter. Das heißt, du hast mindestens 1, 2, 3, 4 oder 5 Buchungen und du sagst, wow, ich kann es nicht glauben, es hat geklappt. Die haben wirklich gebucht. Oh mein Gott. Warum mache ich das erst jetzt? Das ist so einfach. Warum mache ich das nicht schon seit 10 Jahren? Und dann erlaubt dir zu sagen, es ist okay, es kam zu seiner Zeit. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt kann ich's. Jetzt habe ich losgelassen. Jetzt habe ich die ersten Verkäufe gemacht. Jetzt habe ich meine ersten Kunden. Und das ist so geil. Das ist so abgefahren. Jetzt gehe ich weiter sichtbar und jetzt gehe ich mit noch einer größeren Freude sichtbar, weil ich jetzt die Bestätigung habe, dass dieser Weg der Sichtbarkeit wirklich kein Märchen ist. Und jetzt bemühe ich mich auch durch die Challenge und abonniere mehr und markiere mehr und ich mache jetzt richtig mit Freude mit. Ich gestalte meine Stories liebevoll, weil ich jetzt weiß, dass jede Story 10.000 Euro wert ist. Weil ich ja diese eine Person erreiche, die mit mir diese Kundenreise geht und am Ende ja sagt und kauft. Und es liegt nur an mir, wie ich diese Reise beginne. Was für eine Reiseleiterin, was für ein Reiseleiter in diesem Weg der Freiheit, der Fülle, der Gesundheit ich auch bin. So nehme ich ja diese Gäste mit. Und so siehst du, wie du da unten weiter sichtbar bist und weiter das nächste Webinar hast, den nächsten Verkauf hast. Und das machst du Woche für Woche, Monat für Monat. Deine Community wird größer und größer. Und mit jedem Kontakt, den du hast, bist du so liebevoll, dass jeder Mensch dich bemüht ist, weiterzuempfehlen. Und dafür hast du
auch eine Weiterempfehlungsformel. Du musst sie nur anwenden. Du siehst dich, wie du jetzt da unten mit jedem Menschen diese Weiterempfehlungsformel anwendest. Du sprichst mit jedem Menschen und fragst, hey, sag mal, ihr habt mich ja jetzt erlebt. Wie versteht ihr mein Angebot? Würdet ihr mich weiterempfehlen? Wenn ja, was glaubst du denn, wer ist meine Zielgruppe? Und wer fällt euch da ein? Und wann könnt ihr das machen? Und du siehst dich, wie du da unten zugeschüssen wirst mit Weiterempfehlungen, weil du vielleicht auch dein Produkt oder dein Programm in ein Affiliate-System packst und die Menschen automatisch vielleicht 25% Provision bekommen und dich dadurch ja noch lieber weiterempfehlen. Und du liebst Menschen, du gibst ihm gerne die 25%, du gibst ihm auch gerne vielleicht 50%, weil du weißt, dass diese Weiterempfehlung Gold wert ist, weil der bringt dir ja auch wieder eine Weiterempfehlung. Und so wächst deine Wurzel, dein Baum, dein Stamm, er wird größer, stärker, dicker, richtig stark und Äste verzweigen sich. Du wirst sehen, welche Äste wachsen und Früchte tragen. Vielleicht wird das eine Webinar ein bisschen schwach. Vielleicht wird das andere Webinar stärker. Vielleicht wird der Podcast nicht so richtig eine Einladungsmaschine. Vielleicht wird YouTube viel, viel mehr einladen. Vielleicht wird Instagram die Einladungsmaschine. Vielleicht aber auch Facebook oder LinkedIn oder Xing. Du siehst, wie dieser Baum wächst. Vielleicht wird auch kein Social Media ein stabiler Zweig. Vielleicht wird es eine Laufgruppe, eine regionale Laufgruppe. Aber du siehst, wie dein Baum wächst und wie es immer mehr und mehr wird. Und du gehst immer mehr in die Fülle, in die Freiheit. Und du siehst, wie bei dieser Person da unten auf einmal diese Last abfällt. Diese Last der Schwere, des Kampfes oder des Es funktioniert bei mir nicht. Es funktioniert jetzt doch. Juhu, ich hab's geschafft. Ich habe es mir bewiesen. Ich kann das. Und das war meine letzte Prüfung auf diesem Planeten. Wenn ich das nämlich kann und schaffe einmal, zweimal, dreimal, dann kann ich das immer. Und ich werde ja immer besser. Und es werden ja immer mehr. Ich bin also frei. Ich bin finanziell frei, ich bin emotional frei, körperlich frei, mental und finanziell. Und fühle mal, wie du dich jetzt gerade fühlst mit diesem Gefühl. Ich habe es geschafft, ich bin frei. Ich mache einfach nur, was mir Spaß macht. Ich verkaufe, dann helfe ich den Menschen, weil das war ja eigentlich mein Wunschgedanke, der ganze Spaß davor, den nehme ich gerne noch zusätzlich mit. Aber ich freue mich, dass ich jetzt wirklich helfen kann. Und dann siehst du, wie du da unten ablieferst, Menschen hilfst, Referenzen dir holst, wirklich echte Referenzen, wo Menschen sprechen, wow, vor der Arbeit mit dir ging es mir so und das lief nicht. Nach der Arbeit mit dir geht es mir so und das ist so gut und es hat sich verändert, das ist so toll. Das ist eine echte Referenz, immer vor der Arbeit und nach der Arbeit mit dir. Und diese Referenz ist so wertvoll, du siehst, wie du sie packst auf Social Media, auf deine Landingpage, auf deine Homepage, wie echte Menschen, echte Kunden über dich sprechen. Und das gibt dir nochmal richtig den Boom, weil das die Macht der dritten Person noch 10-mal stärker ist als dein gesprochenes Wort. Und du siehst, wie dein Baum immer wächst und wächst und du wirklich vom Universum unterstützt wirst, zugeschissen wirst mit Kunden, mit Menschen, die dieses Problem haben, weil sie an dich glauben. Sie glauben an dich. Und auf einmal spürst du deine Macht. Deine Schöpferkraft, diese Macht. Und dein größter und sehnlichster Wunsch ist einfach nur, dass so viele Menschen wie möglich, weil das wirklich so einfach war, das auch erleben.
Alle Menschen sollen frei sein. Und du siehst, wie du da unten jetzt in einer Ruhe, in einer Liebe, in einem Frieden, in einer Harmonie, in einer Freude wirkst und erschaffst. Und vielleicht Projekte ins Leben bringst, eine Initiative machst, eine Stiftung gründest, was auch immer. Du siehst, wie es dir da unten auf einmal nicht mehr um das geht, sondern um das große Ganze. Und dass du da unten etwas hinterlassen willst, um auf der Erde etwas zu hinterlassen. Du machst dich unsterblich. Unsterblich, vielleicht mit einer Stiftung, mit einem Online-Kurs, den die Menschen in 500 Jahren sich noch anschauen. Oder deinem YouTube-Kanal, deinen Podcast, was einfach dich überlebt. Und du siehst, wie du da unten unsterblich bist, weil du Dinge erschaffst, die die Menschen nicht nur heute brauchen, sondern auch noch in 200 Jahren, in 300 Jahren, in 500 Jahren. Denn egal was kommt, die Berufswelt, was sich alles verändert, was die Menschen immer brauchen, das bist du. Sie brauchen immer deine Geschichte und deine Hilfe, um menschlich zu sein, um nicht zu funktionieren, um sich zu lieben, um sich gesund zu ernähren, um in der Fülle zu sein, um das Bewusstsein zu haben. Das werden die Menschen immer brauchen. Immer. Dass sie sich nicht verbiegen, nicht anpassen. Das brauchten sie schon vor Tausenden von Jahren. Das brauchen wir heute und das brauchen sie immer noch in 1000 Jahren. Und du bist dieser Mensch für Millionen von Menschen. Im Hier und heute und auch noch in 10 Jahren und auch noch in 100 Jahren. Du musst dich nur entscheiden. Du kannst sagen, nein, das brauche ich nicht, ich mache das nur jetzt, es reicht, wenn ich 50 helfe. Du kannst aber auch sagen, ja, ich habe Bock darauf. Ich will wirklich mich unsterblich machen mit Social Media, kein Problem. Du bist dann nicht weg. Schau dir Vera Birkenbiel an oder wie die hieß. Die ist erst auch jetzt so extrem bekannt geworden, nachdem sie schon gestorben waren. Alle schauen sich ihre Videos an, wo sie noch im Polylux steht. Schau dich an, schau dich jetzt an, wie du da stehst in deinem Zimmer, Videos machst, so wie du bist. Und die Menschen schauen sich das noch in 100 Jahren an. Das ist die Realität. Und alle, die sich jetzt als Experten auf den Weg machen, die schaffen das. Weil diese Zeit ist jetzt. Das ist noch nicht so lange. Das ist erst seit so 5 Jahren hat sich das langsam begonnen. Aber jetzt ist die Zeit, wo sich die normalen Menschen auf den Weg machen. Wo jetzt wirklich sich alle auf den Weg machen. Und du musst jetzt nur dabei sein und dranbleiben und mitmachen. Dein Erfolg ist unvermeidbar. Und du siehst, wie du da unten dich wirklich auf den Weg gemacht hast. Und dann lade ich dich ein, in diesem Bewusstsein jetzt zu bleiben, ab heute für immer. Du kannst immer wieder diese Übung machen und dich ausdehnen und die Menschen da unten sehen und einfach in Liebe wirken. Und in Liebe, in diesem Bewusstsein auch deine Sichtbarkeit trainieren. Für dich zu Hause alleine. Da brauchst du nicht mal jemanden, der dich anfeuert oder motiviert. Du brauchst nur dieses Bewusstsein. Eigene Glaube, der kann einen manchmal ganz schön Angst machen. Wahr oder wahr. Und ich lade dich ein, wirklich in diese Größe zu gehen, in diese Größe zu bleiben. Du musst dich nur immer wieder erinnern, weil aus der Konditionierung, aus dem Kollektiv wirst du klein gehalten. Und es ist dein freier Wille, es ist dein freier Wille, dich immer wieder zu entscheiden für deine Vision, für deine Größe. Wie bei dem Song am Anfang, es ist dein freier Wille,
immer wieder nach rechts zu schauen und nicht nach links. Es ist dein freier Wille, nicht zu glauben, was du alles hörst, was du siehst, auch nicht mal mir zu glauben. Es ist dein freier Wille, einfach immer dich gut zu fühlen und dafür zu sorgen, für deine Familie, für deine Kinder. Es ist dein freier Wille. Und dein freier Wille heißt nicht nur, ich entscheide mich frei, wo ich hinreise, wo ich esse, wo ich schlafe oder mit wem ich eine Partnerschaft eingehe. Nein, der freie Wille ist viel mehr als das. Der freie Wille ist wirklich diese Entscheidung für mich, für meine Freiheit, für mein geiles Leben, für diese Scheiße, die ich hier erleben will, dieses scheiß geile Leben, dass ich sagen kann, enjoy the fucking life, enjoy einfach, hab Spaß und das ist meine Vision und ich lebe meine Berufung und ich gehe, egal was komme, ich lebe nach den UGBs und das Universum unterstützt mich und scheißt mich zu und ich gehe dafür, genau, und das ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, meine Vision zu leben und meine finanzielle Freiheit zu leben. Das nimmt mir keiner ab. Das Kollektiv sagt nein. Das Kollektiv sagt nein. Und es ist deine scheiß Verantwortung, deinen freien Willen auch zu leben. Denn das Kollektiv lebt nicht den freien Willen. Es ist jedem seine Verantwortung. Und als mir das bewusst geworden ist, ist in mir eine Riesenkraft frei geworden, eine Riesenkraft. Und ich gehe da immer wieder rein, jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen, 6 Uhr, 6 Uhr, tagsüber, tagsüber, schau mir dieses Video immer wieder an, gehe da immer wieder rein. Denn es ist mein freier Wille, weil aus dem Kollektiv kommt immer ein Nein, Nein. Und das ist immer dein freier Wille zu sagen, doch. Doch, ich habe meine Vision, weil wir brauchen neue Konzepte. Wir brauchen neue Kindergärten. Wir brauchen neue Schulen. Wir brauchen neue Studienplätze. Wir brauchen neue Jobs. Das, was hier auf der Erde ist, ist scheiße. Wir brauchen neue Rahmenbedingungen. Wir brauchen Freude, Frieden. Wir brauchen schöne Arbeitskultur. Wir brauchen schöne Communities, schöne Wohngebiete. Wir brauchen wieder die Verbindung zwischen alt und jung. Wir brauchen wieder so viele schöne Sachen. Das, was hier ist, ist alles ein bisschen kacke geworden. Das waren vielleicht gute Ansätze, aber da ist noch so viel Bedarf. Und das ist jedem seine Verantwortung, dafür Gutes zu tun. Und alle Jobs werden jetzt neu werden. 80% der Jobs, die unsere Kinder noch kriegen werden, die sind noch gar nicht definiert. Alles wird neu. Diese Coaching-Welle, die jetzt begonnen hat, die wird noch weiter werden. Laut der Zukunftsforschung werden über 1 Million Coaches entstehen. Die Ausbildung sind ja schon seit 3 Jahren am Laufen. Das heißt, gerade die Coaches gehören zu diesen neuen Jobs, die es neu geben wird. Und du musst dich immer nur fragen, was ist mein freier Wille? Was soll meine Wahrheit sein? In welchem Umfeld halte ich mich auf? Und dann lernst du einfach, eine neue Person zu werden. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier. Müssen wir das jetzt mal rückgängig machen? Löschen. So. Ich zeige euch das mal, wie du diese Person wirst, die du in Wahrheit bist. Das ist auch wie eine Treppe. Bei mir ist es aber nicht die Treppe aus Lernen, Tun, Lernen, Tun, Lernen, Tun. Denn ich wollte es ja leicht haben. Bei mir ist das eine Treppe, wo ich einfach hier angefangen habe und angefangen habe, zum Beispiel 500 Euro zu verkaufen. Und dann war ich diese Person hier, die in der Lage war, für 500 Euro schon mal ein Workshop-Ticket zu verkaufen. Da hatte ich natürlich andere Herausforderungen. Das war mein erster Workshop bei mir im Wohnzimmer. Das war ein Xing-Workshop. Einfach nur zu dem Xing, wie man dort Kunden gewinnt und die erweiterte Suche nutzt. Dann bin ich zur nächsten Person herangewachsen und hatte eben mein erstes für 3.500 Euro verkauft, mein erstes Paket. Dann hatte ich wieder neue Herausforderungen. Da brauchte ich dann langsam einen Mitgliederbereich. Da brauchte ich erstmal Zoom, die Gratis-Version vielleicht.
Und ich brauchte für mich mehr Struktur oder mehr Fitness, um all das zu machen und hatte andere Probleme. Dann wurde ich wieder eine nächste größere Person und habe meinen ersten 20er-Workshop verkauft mit 20 Menschen, habe also 20 Mal 6.000 Euro verkauft. Hatte ich wieder neue Herausforderungen und neue Probleme als diese Person war oder war. Da musste ich mir Hotels suchen, Ausrüstung, Technik, musste mich mehr informieren. Und so wächst auch du weiter zur nächsten Person. Dann gibst du vielleicht einen Online-Kongress. Da schauen dann 65.000 Menschen zu. Das war unser Durchstarter-Summit. Dort hast du wieder ein neues Problem. Du stehst das erste Mal auf der Bühne. Du musst lernen, zu performen, abzuliefern, eine Story. 6 Monate habe ich mich darauf vorbereitet, um diesen einen Tag auf der Bühne zu stehen und dort an einem Tag für 80.000 Euro zu verkaufen. Und dann lernst du weiter, die nächste Person zu sein und stehst wieder auf einer Bühne und hast vielleicht am Ende noch einen Verkaufsstand und verkaufst an einem Tag für 1 Million. Aber da wächst du eben wirklich langsam rein. Ja, da wächst du langsam rein, indem du einfach nur anfängst und weitermachst. Und da lernst du damit umzugehen. Du wirst Schritt für Schritt zu dieser Person. Auf den Weg räumst du noch ein paar Glaubenssätze aus. Durch dein eigenes Training hast du neue Energie, dein retikulares Aktivierungssystem. Klopf mal hier hinten auf den Unterkopf, hier ist das RAS. Das richtest du ja immer auf das nächste aus. Zuerst eben 3.500 Euro, dann 60.000, dann 100.000. Dann wirst du besser in der Verkäufersprache, du wirst besser im Mut. Du kriegst richtig Mut. Deine Angst wird immer weniger. Und die wird nicht weniger durchs Lehrbuch, sondern die wird weniger durch das Tun, durch das Machen. Und dann gibt es die Skala. Das ist die Skala vom Problemlösungslevel. Hier unten löst du eben noch Probleme auf einer Skala von 1 bis 10 in auf einer 2. Hier löst du eben Probleme auf einer 4. Hier vielleicht dann auf einer 5. Und hier schon auf einer 7. Und hier oben hast du das Problemlösungslevel vielleicht schon einer 9. Und das ist eben der Weg des Erfolges, dass du einfach lernst, mit diesen Problemen oder auch mit den Ängsten, die du jetzt hast, umzugehen. Und die Herausforderungen werden immer größer, aber dafür wird auch der Umsatz hier oben immer größer. Lerne also Herausforderungen anzunehmen. Denn diese Herausforderungen sind deine Unterstützer. Auch diese Ängste und diese Gefühle, die du hast, das sind Unterstützer. Sage also wirklich her damit. Ich will wachsen. Herausforderung, Universum, scheiß mich erstmal zu mit Herausforderungen, damit du mich immer mehr mit Umsatz zuscheißen kannst. Und das ist wirklich ein Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg. Und ganz viele erzählen sich auf diesem Weg ganz viel destruktive Geschichten. Sie erzählen sich, irgendwann mache ich das. Jetzt nicht, weil jetzt ist vielleicht gerade Ostern oder Weihnachten oder jetzt sind die Kinder dran oder jetzt steht mein Umzug an. Aber ich sage dir, diese Schritte von da nach da, die sind immer nicht so groß. Das können manchmal einfach 3 Wochen dazwischen liegen. Oder 2 Wochen oder bei manchen vielleicht 1, 2 Monate. Diese Schritte von einem zum nächsten, die sind wirklich nicht so groß. Die werden dann vielleicht nach oben mal unterschiedlich größer oder mal kleiner. Bist du bereit für dein Wachstumskatapult? Bist du bereit, diese Schritte zu gehen? Bist du bereit, wirklich zu springen? Und diese Person zu werden, die du in Wahrheit bist, diese Person, die angstfrei ist, diese Person, die einfach macht, die aufs Leben zugeht und sagt, yes, ich will das jetzt machen, ich will das angehen und ich will das einfach für mich lernen. Wäre das für euch wertvoll, das auch von einer Person zu lernen, die diesen Weg schon gegangen ist,
soll ich euch mal noch mal kurz meine Geschichte erzählen? Wollt ihr meine Geschichte noch hören auf meinem Weg? Denn ich stehe mittlerweile noch nicht ganz oben, aber ich fühle mich schon sehr, sehr wohl und sehr sicher. Bin jetzt auch im Februar beim OMCO eingeladen. Das ist Deutschlands Online-Marketing-Kongress und war jetzt beim Freiheitskongress, beim Next-Level-Kongress. Also ich bin wirklich von den 500 Euro angewachsen in diese Ebenen. Und das ist einfach geil. Du musst aber eben anfangen. Und mein Mentor fragte mich damals, ob ich bereit bin, ob ich es mir selbst wert bin, das wirklich zu gehen, für mich und meine Kinder. Ob ich es mir selbst wert bin, einen ersten Betrag dafür in mich zu investieren. Und mein erster Mentor damals, das war der Norbert und die Dari. Das war ein Erstgespräch, das hat die Annette geführt. Die Franka kennt das, die war damals nämlich auch dabei. Und die Annette hat mich immer am Telefon gefragt, Anne, du musst wissen, ob du es dir selbst wert bist. Bist du bereit, diesen großen Betrag in dich zu investieren? Und 2018 habe ich damals 12.000 Euro investiert in mich für 8 Wochen, für ein 8 Wochen Gruppencoaching, wo ich noch nicht mal zu Wort kam. Ich konnte nicht mal sprechen. Wir waren über 130 Menschen und hatten nur Zoom-Calls und Lernvideos. Aber ich wusste für mich, ich will das gehen. Ich wusste nicht, wozu brauchen die jetzt 12.000 Euro von mir für einen Online-Kurs und Gruppencoaching, aber ich will diesen Weg gehen. Ich habe gesagt, ja, lass uns die Spiele beginnen. Ich will das Training, das Mindset, ich will die Kontakte. Ich musste aber erst ja sagen und dann kam die Lösung. Ich musste erst das Universum aktivieren mit diesen Worten, ja, ich will. Und aus diesem Coaching heraus habe ich tatsächlich meine erste Kundin gewonnen. Das war damals eben die Dagmar. Und so konnte ich immer weiter in mich investieren. Und mein nächster Mentor war Bob Proctor im Jahrescoaching. Da habe ich ein ganzes Jahr investiert. Dann auch der Damian gleich mit seiner Akademie und VAK-Ausbildung, Impulscoach-Ausbildung. Dann noch der Markus Streins für dieses Bewusstsein, dass ich überhaupt jetzt die Person bin, die ich bin, ich ganz viel einem Markus Streins zu verdanken, bei dem ich auch in einem Gruppencoaching bin, wo wir jeden Sonntag 20 Uhr immer Zoom-Calls hören. Dann habe ich weiter investiert in den Hermann Scherer, um diese Inszenierung zu lernen, diese Emotion, diese Bühnenpräsenz und auch beim Roman, um zu lernen, wie das Universum mich zuscheißt mit Weiterempfehlungen, um diese Weiterempfehlungsformel zu lernen, die ihr im Workbook auf Seite 5 habt, dass ihr die einfach auch immer anwendet und anwendet und die Menschen euch vertrauen und euch weiterempfehlen. Und das alles habe ich in ein Training von mir gepackt, um Menschen tief im Herzen zu berühren, um Menschen zu zeigen, wie man verkaufen kann, ohne diesen Druck, wirklich mit der Ruhe, mit der Liebe, mit der Freude. Und ich frage euch, wollt ihr mehr darüber erfahren, wie ich in diesem Training, wie ich dieses Training aufgebaut habe? Viele von euch sind da ja auch schon drin. Denn ich weiß, Ziele im Business sind wichtig. Viele straucheln aber mit den Zielen. Manche haben noch nicht mal ein Ziel. Manche haben noch nicht mal ein monatliches Umsatzziel. Und viele brauchen Hilfe mit diesen Zielen. Und dieses Training ist nur etwas für Menschen mit Herzensprojekten. Also Menschen, die auch meine Vision unterstützen, weil ich nur denen helfen will, zu verkaufen, die auch meine Vision unterstützen. Es geht also in meinem Training wirklich darum, zu erkennen, loszulassen und sich zu vertrauen. Und diesen Plan, den man hat, einfach zu gehen, umzusetzen. Und das braucht Zeit. Das braucht Selbstvertrauen. Und das braucht eine Gesamtheit, ein Umfeld, ein Urvertrauen. Das braucht eine Gruppe, wo man gerne dabei ist, wo man nicht nur hingeht, weil man denkt, ich muss verkaufen lernen,
sondern weil man gerne einfach zuhört, weil man gerne diese Rollenspiele mitmacht, wo man das Verkaufen trainiert, wo man lacht, wo man transformiert und wo man diesen Selbstwert für seinen eigenen Preis erhöht, wo man wirklich seinen Selbstwert so erhöht, dass man einfach rausgeht und eben die Preise sagt, wo man sich das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kann. Denn diese Energie beim Verkaufen, dieses Wohlfühlen, das lernst du bei mir. Du transformierst in diesem Training deine Ängste auf zwei Ebenen. Zuerst in der Ebene, ich verstehe es, okay, das ist so, ich übe es jetzt im Rollenspiel, ich mache eine Erfahrung, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann in der dritten Ebene, draußen im echten Leben, beim echten Menschen. Und das transformiert, dadurch wirst du dir nochmal sicherer mit deiner Positionierung, mit deinen Angeboten. Du wirst wirklich emotional frei und du verkaufst wie ein, als ob du das liebst. Du liebst es einfach, du verliebst dich ins Verkaufen, du bekommst Klarheit über dich, über deine Positionierung. Du bekommst in einem Lernbereich alle Leitfäden für deine Kundenreise. Du wirst ausgestattet mit den Fähigkeiten, sich besser zu vermarkten, dass andere überhaupt verstehen, was du anbietest. Denn das zu verstehen heißt Selbstmarketing. Und dieses ganze Herzens, diese ganze Herzensgruppe, dieses ganze Verständnis zu dieser Vermarktung ist letzten Endes für mich Herzensmarketing, wenn man alles zusammenführt, wenn man den Menschen das so erzählen kann, dass sie es verstehen, wenn du die Menschen tief im Herzen berührst und sie zu dir Ja sagen, dann ist das Herzensmarketing und keine Manipulation, sondern es führt einfach alles zusammen. Und du heilst in diesem Training. In diesem Training findet auch für dich wirklich Heilung statt. Wir weinen da vielleicht mal, wir lachen da und du wirst immer mehr und mehr freier und freier und kommst zu dir. Und das kann man trainieren, das kann jeder trainieren. Ich hatte schon Alleinerziehende im Training, Führungskräfte, Immobilienmenschen, Erzieher, Heilpraktiker, Steuerberater. Alle haben es gelernt, sie müssten nur dabei sein. Denn da kriegst du die Verkaufsschlüssel, die Verkaufspsychologie, diese Energie, die dir hilft, die Menschen zu begeistern, dass du sie wirklich rausholst aus ihrem Tief, dass sie in hoher Energie sind und in hoher Energie auch dazu Ja sagen können. Sie müssen ja Ja sagen zu ihrer Lebensveränderung und das braucht Energie. Wer keine Energie hat, sagt auch nicht Ja zu einem Programm oder ja zu einem Coaching, weil auch das kostet diese Person ja erstmal wieder Energie. Und bei mir lernen die Menschen, die ihre Vision leben wollen, wie sie mit dem Messenger-Marketing wirklich so schreiben, dass sie einfach in der Liebe sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich geil fühlen beim Messenger-Marketing. Und das kann man sich manchmal vorher nicht vorstellen, dass das sich gut anfühlen kann. Dann lernst du, wie du dein Leadmagnet aufbaust, dein Kundenmagnet. Diese Transformation vom Käufer zum Verkäufer. Und da muss wirklich jeder dabei sein, weil du die besten Dinge lernst von Herz zu Herz. Du schreibst und sprichst mit jemandem und du fühlst, wie sich dieser Mensch tief im Herzen durch dich berührt fühlt. Und das macht bei dir nochmal auch eine riesen Transformation. Und ich helfe dir dabei, diese Person zu werden, die du schon immer sein wolltest. Diese Person, die du einfach in dieser Größe bist, ohne Angst, wirklich in dieser Liebe, die ihren Weg geht, die ihre Kunden sich ranholt und Monat für Monat das trainiert in einem 6-monatigen Training. Und dieses Training, zeige ich euch jetzt nochmal hier, das ist so wertvoll, dass die ersten schon in den ersten Wochen ihre ersten Kunden bekommen haben. Durch das Schreiben, durch das Erstgespräch, weil du lernst eben, das Falsche zu lassen, das Richtige zu tun und wirklich erfüllt und bewusst zu verkaufen. Du lernst also, wie du wirklich sichtbar wirst, deine Sichtbarkeit,
was du dort sagen musst, damit du die Menschen in dein Webinar einlädst. Und wie du dich dabei so gut fühlst, dass die auch wirklich kommen wollen. Dann lernst du, wie du in deinen, wie du Messenger-Marketing machst, wie du wirklich schreibst, und zwar täglich, dass du schon durch das nächste Telefonat verkaufen kannst. Du lernst also auch in Rollenspielen, wie das Erstgespräch wirklich funktioniert. Denn nur der Leitfaden alleine hilft dir gar nichts, sondern das Gefühl, was du dabei hast, den Raum, den du dabei eröffnest für diesen Menschen, den du gerade vor dir hast. Du kannst im Erstgespräch wirklich für 20.000 Euro oder mehr verkaufen. Das lernst du hier beim Erstgespräch. Du könntest sogar im Messenger schon verkaufen für 3.000 Euro, wenn du eine Landingpage dazu hast, die du hinterher schicken kannst. Dann lernst du auch, wie du den Verkauf machst, zum Beispiel im Verkaufsgespräch oder im Webinar, was du dort sagst, dass du ein unwiderstehliches Angebot machst und die Menschen zu dir am Ende einfach Ja sagen. Weil es sind ja dann nur Menschen da, die wirklich ein Problem haben. Wenn du dieses Verkaufsgespräch im Webinar hast, hast du vielleicht am Ende 20 Buchungen, sagen wir mal 20 mal 6.000 Euro. Und das lernst du durch Training. Da brauchst du wirklich Training, dass du diese Energie aufbaust und dass du aus dieser alten Konditionierung rauskommst, aus diesem alten Sprechen, aus diesem ja normalen Sprechen, dass du wirklich in diese Energie kommst und die Menschen verstehen, ja, bei dir kriege ich Hilfe. Ich will das mit dir und dieser Energie immer wieder erleben. Und für die, die diesen Schritt gehen wollen, die da noch nicht drinne sind, die da wirklich reingehören, um ihre Vision zu leben, gibt es dieses 6-monatige Verkaufstraining. Das ist ein Gruppentraining mit Mitgliederbereich, mit Lernvideos, Leitfäden. Wir treffen uns 4-mal die Woche auf Zoom und üben das 4-mal die Woche immer im Anschluss an die Challenge. Es ist also immer Montag und Freitag Vormittag, Dienstag und Donnerstag Nachmittag. Und dieses Training, wo du ja lernst, monatlich 10.000 Euro oder mehr zu verdienen, das hat einen Wert von 35.000 Euro. Und wie viele von euch glauben, dass sie, wenn sie bei solch einem Training bei mir 4-mal die Woche mitmachen und meine Leitfäden bekommen und auch in einer WhatsApp-Gruppe sind, wo sie täglich ihre Screenshots schicken können und von mir direkt eine Information bekommen, was sie jetzt sagen müssen oder wie es jetzt weitergeht in diesem Messenger-Leitfaden, so dass ich dir wirklich helfe, dass du bei jeder Messenger-Nachricht am Ende ein Erstgespräch hast, am Ende ein Verkaufsgespräch, wo du keine Angst hast, einfach nur der Freude bist, jeden Tag Support hast über 6 Monate. Wie viele von euch glauben, dass man das da wirklich lernen kann? Die schreiben mal in die Chat-Funktion, glaube ich, wenn du glaubst, dass du das auch selbst lernen kannst. Und dann schreib mal in die Chat-Funktion, was dein Halbjahrespaket kostet. Was kosten bei dir 6 Monate? Schreib das mal in die Chat-Funktion. Und könntest du glauben, dass du, wenn du das mit mir trainierst und lernst, dass du schon in den nächsten 8 Wochen ein Halbjahrespaket verkaufst? In den nächsten 8 Wochen, weil ich in diesem Training wieder mit einem Commitment beginne, mit einer Challenge ab Januar. Das heißt, wir starten am Sonntag, den 2. Januar, mit einer Manifestation für deine Umsatzziele um 10 Uhr. Könnt ihr euch schon mal notieren. Da manifestieren wir das im Unterbewusstsein und dann machen wir ein Commitment, bis wann du deine ersten Euros eingenommen haben möchtest. Und ich gebe Gas und unterstütze dich, dass du das bis Ende Februar eingenommen hast. Und wie viele von euch glauben, dass sie dieses Halbjahrespaket auch mit meiner Unterstützung
schon bis Ende Januar verkaufen. Die schreiben mal in die Chat-Funktion, glaube ich. Ich unterstütze dich jeden Tag, dass du schreiben kannst, sprechen kannst, dein Webinar machen kannst, dass du bis Ende Januar, spätestens bis Ende Februar wirklich den ersten Verkauf hast. Für die, die sich das selbst glauben und mir glauben, sage ich, dass es die 35.000 Euro ja auch der Wert ist, aber gar nicht mein Preis, weil ich weiß, dass viele diesen Preis nicht bezahlen können. Sondern mein Preis für dieses Coaching steht bei 6.000 Euro. Und das sind 6 Monate, die starten ab Januar. Und alle, die sich dazu heute entscheiden, die dürfen ab heute schon rein. Die bekommen heute direkt den Zugang zu meinem Mitgliederbereich und sind ab Montag im Training. Und ich weiß, wie schwer Entscheidungen sind. Ich weiß, wie schwer das ist, jetzt wieder in sich zu investieren. Weil vielleicht alle schon gesagt haben, das ist das letzte Training, diesmal schaffst du es. Und deswegen streiche ich auch diesen Preis und gebe für alle, der gilt aber nur heute, für alle, die sagen, ja, das interessiert mich. Heute dieser Sonderpreis für 6 Monate ab Januar für nur 3.500 Euro. Und ich bringe dir bei, dass du wirklich dein Halbjahrespaket schon im Januar oder Februar verkaufst. Und weil das so wertvoll ist, für alle, die sich da heute entscheiden, gebe ich diese 3.500 Euro entweder als Einmalzahlung auch raus oder sogar als Ratenzahlung, weil ich wirklich möchte, dass ihr das lernt, dass ihr das schafft. Was du nur heute eben haben musst, ist ein Commitment, also ein Ja. Und dann zahlst du erst ab Januar. Ab Januar brauchst du erst zahlen. Du bekommst als Bonus noch ein 1:1 Gespräch mit mir, 30 Minuten. Und alle für die, die noch nicht mal die 150 Euro haben, habe ich noch ein Geschenk. Ich arbeite mit einem Finanzberater zusammen. Du kannst auch mit diesem Finanzberater dann sprechen und schauen, wie er es dir möglich machen kann, dass du für ab 150 Euro monatlich dabei sein kannst oder eben 3.500 Euro. Bei 150 Euro monatlich kommt aber noch ein Ratenaufschlag hinzu. Das kennt ihr ja alle, das ist völlig normal. Und die, die jetzt Bock haben und sich dazu entscheiden wollen, dass entweder für 3.500 Euro als Einmalzahlung dabei sind oder ab 150 Euro monatlich, die lade ich jetzt ein, sich einfach diesen 1:1-Termin mit mir zu sichern und unter folgendem Calendly-Link einen Termin mit mir zu buchen. Ich poste ihn euch gleich hier. Das ist sozusagen das Ja zum Gruppencoaching, dass du erstmal mit mir sprichst und wir schauen, ob du da wirklich schon reinpasst. So, jetzt habe ich so viel geöffnet. Hier ist der Chat. Du nimmst einfach diesen Link und buchst dir hier einen Termin mit mir. Wenn du bereit bist, um deine Vision zu gehen, deine Vision zu leben und dieses Verkaufen jetzt wirklich ein für alle Mal lernen willst, dass du auch deine Techniken anwenden kannst, deine Fähigkeiten monetarisierst, nehme ich dich ab sofort mit und du zahlst erst ab Januar und bist von Januar 6 Monate an dabei. Alles, was du nur brauchst, ist für dich diese Entscheidung zu treffen, dass du Ja sagst zu einem Gruppentraining, wo du an 4 Tagen die Woche das lernst in Rollenspielen und diesen Weg jetzt wirklich gehst und auch diese Leitfäden für dich endlich verstehst, warum an welcher Stelle was steht, auch verstehst, wie man Beiträge macht, dass Menschen darauf reagieren und wie du dann mit diesen Reaktionen weiterschreibst. Also du lernst da einfach
so viel, dass das Universum dich wirklich zuscheißt mit Kunden. Das ist also nur was für Leute, die wirklich Bock haben, wirklich Menschen zu helfen und viele Menschen abzuholen, dann vielleicht auch Gruppencoaching anzubieten oder eben viele Einzelcoachings. Und auch dabei unterstütze ich dich, dass du dein System, deinen Baum so zum Wachsen bringst, dass es real ist. Einfach real.